Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Eintracht Frankfurt Podcasts. Diesmal ist der René nicht da, dafür bin ich eingesprungen. Mein Name ist Marvin Mendel, an meiner Seite der wunderbare, einzigartige und durchaus sonderbare Dennis. Guten Tag. Ja, servus, hallo Marvin. Und ich freue mich sehr, der Basti. Hi. Gute. Heute ein sehr verändertes Setup. Ich höre mich auch viel zu laut, aber ist jetzt auch egal. Wir fangen jetzt die Sache hier einfach an, dass es endlich mal was wird. Ich glaube, wir haben jetzt über eine Stunde an der Technik rumgewerkelt. Naja, hängt halt ein bisschen damit zusammen, wenn das Notebook nicht mehr das Neueste ist und ansonsten auch viele Dinge nicht tun. Egal, lass uns über was Schöneres sprechen, und zwar die Frankfurter Eintracht gewinnt 1:0 auf Schalke. Grandios, oder? Schon geil. Ziemlich geil, auf jeden Fall. Hat das Wochenende gut angefangen. Total absurd, ist total absurd. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ernsthaft 3 Punkte da einführen. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ich habe es auch ja schon Spielverlauf. Das war so ein typisches Spiel, wo du eigentlich minütlich damit gerechnet hast, dass Schalke irgendeine Standardsituation reinmacht und unverdient gewinnt. Aber diesmal war es die Eintracht, die das gemacht hat. Und es scheint eine Veränderung stattgefunden zu haben in dem Zutrauen, was die Eintracht hat. Solche Spiele, die früher hätte die Eintracht locker so ein Spiel verloren. Ich glaube, das haben tausende Leute auch so gesagt, dass du dann einfach Pech gehabt hättest. Die Eintracht hätte sich dann hängen lassen nach dem 1-0-1. Aber so, und auch noch so ein schöner Trick, also das hat mich begeistert, dass die Eintracht eine Standardsituation nutzt und dann das eiskalt runterspielt, ohne hektisch zu werden. Also Schalke hatte natürlich ein paar Chancen, aber so viel waren es auch nicht. Und eigentlich hatte die Eintracht alles unter Kontrolle, und das ist eine selten gesehene Souveränität, will ich es mal nennen, die Eintracht da gezeigt hat, die mich immer ruhiger werden lässt, auch wenn ich natürlich noch nicht ganz überzeugt bin, weil es ist halt immer noch die Eintracht. Das ist immer noch die Eintracht auf jeden Fall, aber ich muss schon sagen, wie die das Ding runtergespielt haben, das war schon einmalig. Du führst 1:0 auf Schalke, und im Endeffekt habe ich nicht so wirklich nasse Finger bekommen. Also ich hatte jetzt nicht Angstschweiß auf der Stirn, denn die Eintracht stand defensiv richtig gut. Ja, auf alle Fälle ja. Auch die zwei Sechser, Hasebe und ich sag mal auch Mascarell hat mir sehr gut gefallen. Das war wirklich wieder astrein. Kann man wirklich nichts sagen. Es war souverän. Ein paar Verbesserungen sicherlich noch da. Ein paar Situationen, wenn Burgstaller da ein bisschen kaltschnäuziger ist oder auch ein bisschen mehr Glück hat, sieht das natürlich auch ein bisschen anders aus. Auch über das Tor wurde ja dann noch ein bisschen diskutiert wegen der Aktion von Abraham im Strafraum. Ich glaube, Arnaldo, diese, aktive Sperre, die natürlich, ja, kann man sich natürlich drüber streiten. Ich finde, wir hatten auch schon genug Situationen, wo es etwas die Tendenz eher gegen uns war. Diesmal hatten wir das Glück, dass da der Schiedsrichter das laufen lässt. Hat mich natürlich super gefreut. Und angeblich ja diese Vorbereitung im Trainingslager, wenn das natürlich dann so tolle Spielzüge oder so gute Tricks bei rauskommen, können sie gerne öfter mal ins Trainingslager fahren. Sollten nur noch ins Trainingslager, ja. Genau. Ja, nee, das war schon gut. Aber auch, es war ja eigentlich ein relativ simpler Trick, ne? Also man muss jetzt nicht sagen, das machst du auch bei FIFA 2017, kriegst du das auch einigermaßen gut hin, ja. Und das war jetzt nicht der ausgefallenste, aber es hat funktioniert. Es hat auf jeden Fall funktioniert für Schalke 04, oder? Ja, definitiv. Wie seht ihr denn die Situation im Strafraum? Wie hättet ihr denn an sich entschieden, nachdem ihr es gesehen habt? Oder aus dem laufenden Spiel auch raus? Also da ist es mir jetzt im laufenden Spiel, ist mir nicht so aufgefallen. In den Wiederholungen sieht es natürlich etwas anders aus. Wie seht ihr das denn? Ja, es ist eine ganz schwierige Situation, finde ich, weil ich kann die Proteste verstehen, Schalke, weil das ist ein offensichtliches Foul. Die Sache ist halt die, man muss trotzdem sagen, der hätte den trotzdem nicht verhindern können, den Treffer. Was ja leider nichts hilft. Also dieses Argument, dass der Naldo in Meier, glaube ich, nicht mehr erreicht hätte, hilft ja nichts, um zu entkräften, dass es trotzdem ein Foul war. Also eigentlich würde ich auch sagen, es war ein Foul. Wir haben Glück gehabt, dass der Schiedsrichter das anders gesehen hat. Und ich glaube nicht, dass die Eintracht in der Position ist, zu sagen, die hat in letzter Zeit sehr, sehr viel Glück damit gehabt. Also von daher gönne ich uns das mal. Mhm. Ja, also das war so ein bisschen die einhellige Meinung, ne? Dass es eigentlich als Foul hätte abgepfiffen werden müssen. Ich muss sagen, ich habe natürlich die Durchlauchten hier vom Doppelpass mir angeschaut am Sonntag zum Teil. Oh je. Und da war aber eigentlich die Meinung, nö, das muss man nicht abpfeifen, ja, und das kann man mal laufen lassen. Gut, wie dem auch sei, natürlich hatte die Eintracht in dem Moment das Glück, auch gleichzeitig das Ding dann auch dementsprechend gut verwandelt. Man kann es so oder so entscheiden, aber andererseits
Schalke hatte unglaublich viel Zeit, da zurückzukommen, und sie haben es nicht geschafft. Und das muss man halt auch mal dazu setzen. Die Eintracht hat hier über 90 Minuten, über mehr als 90 Minuten unglaublich gut Fußball gespielt, unglaublich solide, nicht gut, aber unglaublich solide gespielt, und hat Schalke eigentlich vor eine Aufgabe gestellt, die die an diesem Freitagabend nicht lösen konnten. Ja, und natürlich ist es ärgerlich, dass sie dann in Rückstand gehen, beziehungsweise wir in Führung, aber als Heimmannschaft hat man noch viel Zeit, das umzubiegen, und das haben sie nicht geschafft, muss man auch mal sagen. Dann haben wir halt drei dreckige Punkte entführt. Die können uns von Vorteil sein in dieser Saison, aber so Spiele sind auch schon mal anders gelaufen. Und jetzt sind wir in dieser Situation, dass es halt für uns positiv läuft, aber auch so eine Situation ist auch nicht komplett aus dem Himmel gefallen, sondern die haben wir uns auch irgendwo erarbeitet. Eigentlich alle wichtigen Zweikämpfe gewonnen, das muss man wirklich sagen. Auch insbesondere die Situation, die zu diesem Freistoß überhaupt geführt hatte, war ja, glaube ich, die Chandler gegen, ach, wie heißt er denn, Kolasinac oder so irgendwas. Kolasinac, ja, genau. Kolasinac, wo er ja auch schön nachsetzt, im Endeffekt dann auch diesen Strafstoß, sei schon den Freistoß rausholt. Auch gute Werte wieder, wo du denkst, ah, wieder gut nachgesetzt, und hast dich natürlich dann auch mit so einem Tor belohnt. Auch Mascarell hatte ich vorhin, glaube ich, schon angesprochen. Da waren viele Zweikämpfe dabei, die sehr, sehr wichtig waren, wo ich... Wie gesagt, du hattest vorhin auch schon gesagt, Schalke kam eigentlich gar nicht so richtig ins Spiel. Die Chancen, die sie hatten, waren natürlich dann teilweise nicht ungefährlich. Burgstaller war da wirklich ein paar Mal ganz gut in der Situation. Ich glaube auch, wir hatten auch in der fünften Minute oder sechste Minute war das, glaube ich, also relativ am Anfang, war eine Situation, ich glaube, es war abseits dann gewesen, aber war man nicht auch Burgstaller, der da durch gewesen wäre? Das bedeutet, waren wir im Endeffekt ja auch, wenn der Schiedsrichter in der Situation natürlich fehlentscheidet, hängst du hinten drin, hast Probleme dann auch gegen Schalke sicherlich dann noch das Tor zu machen auswärts. Muss man gucken. Also ich fand's super, ich bin super glücklich, und ja, haben wir uns auch verdient irgendwo. Ja, aber wie gesagt, also für mich war es halt so, dass die hatten nach dem 1-0 irgendwie, was weiß ich noch, knapp 60 Minuten Zeit irgendwie ranzukommen, und für mich war das dann danach ein bisschen zu ungefährlich. Natürlich gab es, glaube ich, nach dem Wechsel, glaube ich, in der 55. Minute, da gab es die ein oder andere Chance, ja, wo du sagen musst, okay, das Ding hätte auch drin sein können von Bentaleb, der ja sowieso eigentlich für mich eine ganz gute Neuverpflichtung, sage ich mal, der ist ja erst seit dieser Saison bei Schalke, gefällt mir ganz gut. Aber auch da hat es einfach nicht gereicht. Und auch hier, die Eintracht hat defensiv insofern auch gut gestanden, dass du nicht gemerkt hast, dass Lindner jetzt erst sein zweites Saisonspiel macht. Das stimmt, ja. Fand ich auch. Also ich finde gut zu wissen, dass man sich auf ihn verlassen könnte, wenn irgendwas ist. Also so wie jetzt, der war souverän, du hast keine Angst gehabt. Die Abwehr hat auch, glaube ich, auch keine Angst gehabt. Was der Marvin sagt, sehe ich auch so. Also dafür, was Schalke angeboten hat, haben sie auch nicht verdient, zu Hause zu gewinnen. Da kann die Eintracht ruhig mal ein bisschen Glück haben, und hatte das an anderer Stelle in Wolfsburg zum Beispiel nicht. Also in Wolfsburg war es ähnlich, da hat die Eintracht dann nicht mehr verschossen, eine Riesenchance vergeben. Jetzt haben wir die genutzt, haben es souverän zu Ende gespielt. Und auch wenn viele Leute sagen, die Eintracht hat nicht so gut gespielt, das war ein grottiges Spiel, auch das ist eine Qualität, solche Spiele zu gewinnen. Das ist eine Qualität, die Eintracht früher nicht hatte. Ja. Die Eintracht musste immer sehr viel Aufwand betreiben, hat da natürlich auch Spiele gewonnen, auch gut. Aber die Eintracht hat mittlerweile so Spiele drin. Ich denke oft an das Spiel in Ingolstadt aus der Hinrunde, wo wir ähnlich, da haben wir gut dagegen gehalten, haben sich einen Schneid abkaufen lassen, haben aber auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, haben aber trotzdem nach, ich glaube, es waren sogar zwei Standardsituationen, und haben 2-0 dort gewonnen. Hm. Und jetzt haben wir es halt wieder gemacht und 1-2 auf Schalke gewonnen. Es gibt auch drei Punkte, und das gibt dir Zutrauen. Und die Eintracht ist jetzt nicht so, dass sie es nicht bewiesen hätte. Also die Eintracht darmstadtisiert sich nicht durch die Bundesliga und klaut alle Punkte, sondern wir hatten auch Spiele drin gegen gute Mannschaften zu Hause, wo man gezeigt hat, dass die Eintracht auch eine Qualität hat. Wenn die Eintracht dann auch noch solche Spiele gewinnt, und das ist ein sehr, sehr positiver Faktor. Und ich bin verdächtig ruhig. Ich habe sogar vor dem Schalke-Spiel sogar gesagt, die Eintracht gewinnt. Und das ist für mich ja sehr untypisch. Das stimmt, ja. Ich habe das aber irgendwie im Gefühl gehabt. Und das Problem ist, der nächste Test, der steht uns jetzt bevor. Weil jetzt kommt, die Eintracht ist jetzt zum ersten Mal vielleicht nicht, aber die Eintracht ist jetzt eigentlich zu Hause der ganz klare Favorit, gerade nach diesem 1-6 von Darmstadt. Und das ist ein ganz neuer Test, glaube ich, weil die werden uns keine Plätze anbieten, die wir gut genutzt haben. Die werden mit Sicherheit konzentriert sein, nachdem die sich jetzt die Woche mal geschüttelt haben, weil die auch wissen, okay, wenn wir jetzt nicht langsam anfangen, dann war's das. Und das ist jetzt ein Test,
der ist ganz anders. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Eintracht den löst. Aber nach allem, was wir diese Saison schon gesehen haben, hat die Eintracht sich auch so einen kleinen Vertrauensvorschuss verdient, finde ich. Ja. Wir sind zwar alle immer noch skeptisch, ich bin es immer noch, der René sagt das, glaube ich, auch jede Woche und ihr auch wahrscheinlich. Aber so ein bisschen langsam fängt man doch an, irgendwie sich auf das Eis zu trauen, zu sagen, ey, die Eintracht ist die Saison echt gut. Ja, also so mal so ein ganz kleines bisschen, muss man schon sagen, es wächst das Selbstvertrauen auch, ne? Das Selbstvertrauen auch als Fan zu sagen, okay, es dürfte auch gegen Darmstadt durchaus was möglich sein, muss mal, und auch noch viel mehr möglich sein, ja? Also das sehe ich schon ganz ähnlich. Wir kommen ja gleich nochmal auf Darmstadt, aber ja. Zu Schalke ist meines Erachtens im Endeffekt wirklich zu sagen, dass die Eintracht ja nicht, vielleicht nicht herausragend gespielt hat, aber man darf auch eines nicht vergessen. Die Eintracht hat mit Verletzungssorgen zu kämpfen und dass ein Barkok hier mir nichts, dir nichts plötzlich am 18. Spieltag in der Stammformation steht und dann das im zentralen bzw. offensiven Mittelfeld auch ein bisschen lenken muss und Gacinovic zurückrutscht aufs defensive Mittelfeld nominell. Ja? Das sind alles so Dinge, damit hast du vorher nicht geplant und dass das dann trotzdem einigermaßen so zusammenläuft, dass du mit 3 Punkten von Gelsenkirchen wegfährst, das muss man auch erstmal packen. Ja, du hast auf jeden Fall recht. Die Frage ist natürlich, oder findet ihr auch ein Meier? Die Wichtigkeit eines Meyers siehst du natürlich bei so einem Spiel dann, der auch wieder aus, es war glaube ich mit die einzige Torschuss, die wir hatten, die wirklich wieder technisch auch hervorragend umgesetzt wurde, war natürlich Gold wert ein Meier an dem Tag. Wenn ich mir dann angucke, Hargota oder dann auch später ist ja Hargota glaube ich ausgewechselt und Seferovic kam, das war ja gar nichts. Das war, also gerade Seferovic war auch wieder so ein, oh je, oh je, oh je, was haben wir denn hier wieder für... Ja, im Endeffekt Alternativen im Sturm. Marvin, du hast es natürlich angesprochen. Verletzungssorgen haben wir natürlich auch ein bisschen. Aber prinzipiell war das auch wieder so ein richtiges Spiel, wo man gesagt hat, oh, doch, ein Meier bringt uns doch noch einen enormen Mehrwert. Und auch wenn jetzt, schade, dass die Alex heute nicht da ist, die würde sicherlich auch da einiges zu sagen. Mhm. Ich war froh, dass er das Spiel gemacht hat. Er hat auch generell mal zumindest ein bisschen sich vorne bewegt. Er hatte auch sicherlich nicht, ich weiß jetzt nicht, wie viele Ballkontakte es waren, aber garantiert nicht die Welt. Torschüsse waren es, glaube ich, auch nicht viele, denn da hatten wir generell nicht viele. Nee, und das Tor war ja dann eigentlich die einzige wirklich gefährliche Situation, die wir vorne erarbeitet hatten mit. Und ja, dementsprechend war ich froh, dass Meier in dem Spiel dann auch die kompletten 90 Minuten durchgespielt hatte. Die braucht er ja, das kennen wir ja. Aber prinzipiell Startelf-Einsatz war definitiv gerechtfertigt. Ja, und er hat halt gezeigt, dass er diese Qualitäten einfach besitzt, bei so einem engen Spiel den entscheidenden Faktor darstellen zu können. Ne? Ja, und vor allen Dingen, dass er da ist. Und obwohl er für sich in einer ungewohnten Position ist, auch sitzt jetzt öfter mal 90 Minuten auf der Bank, obwohl er fit ist, muss sich so ein bisschen hinten anstellen. Und das in seinem Alter. Wo viele Leute natürlich, viele Leute würden, glaube ich, beleidigt reagieren. Das gibt es hier ganz oft, dass so ein neuer Trainer kommt und der hat dann Probleme mit den alteingesessenen Spielern, weil er sie so ein bisschen aufs zweite Gleis schieben will, weil er weiß, es müssen dann auch irgendwann neue kommen. Aber Meier macht das super. Der murrt nicht, der kommt rein, macht das Tor und alles ist gut. Das ist, glaube ich, auch nicht ein zu unterschätzender Wesenszug von ihm. Und hilft natürlich. Also hilft natürlich zu wissen, okay, wenn ich ihn rausnehme, ist er nicht beleidigt und spielt dann so ein bisschen rum, sondern der ist da und macht dieses Tor. Und diese Tore kann er. Da ist er wahrscheinlich mit einer der besten Spieler der Welt. Das soll jetzt nicht übertrieben anhören. Nee, ist aber mit der Innenseite, Direktabnahme mit der Innenseite, gibt es vielleicht noch 6, 7, 8 Leute auf der Welt, die es genauso gut können wie er. Weil das hat er drauf, das macht er im Schlaf, wenn er in die Situation kommt. Das ist schon super. Und du siehst ja, wie es zum Beispiel ist, wenn er zu viel Zeit hat zum Überlegen, wie beim Elfmeter, dann ballert er den irgendwo hin. Aber wenn er keine Zeit hat zu überlegen, bam, dann macht er schon echt gute Sachen. Und ich bin froh, dass er noch da ist. Ich hoffe, dass er nächste Saison auch noch da ist und dass wir ihn behalten und dass er sich mit seiner Rolle abfindet und trotzdem der Mannschaft weiterhilft und seine Erfahrung vielleicht weitergibt an die jungen Spieler. Und dann kann uns da echt viel geholfen werden. Und es ist ganz wichtig, ihn zu haben. Also früher waren wir immer auf ihn angewiesen und wussten, okay, wenn er nichts macht, dann läuft es scheiße. Jetzt haben wir ihn als zusätzlichen Faktor in einem stabilen Gebilde und das ist doch super. Die Eintracht ist Dritter, hallo? Ja. Müssen wir ja mal hier erwähnen, die Eintracht ist Dritter. Das ist absolut absurd, nach 18 Spieltagen. Hier nach 6, 7, 8, 9. Nach 18 Spielen ist die Eintracht Dritter vor einer Mannschaft wie Hoffenheim, die mit
die sehr über den Klee gelobt wird. Also muss man schon mal sagen. Ja. Nagelsmann soll ein neuer Bayern-Trainer werden, Hoffenheim, bla und super und sonst irgendwas, die Eintracht vor denen. Alle Nationalmannschaft im Endeffekt, ja. Nee, es ist so, also wenn du siehst, wie viel Props Hoffenheim kriegt, Nagelsmann ungeschlagen, top in Europa, die einzige Mannschaft ungeschlagen, bla blub, die Eintracht vor denen. Die Eintracht hat die Saison echt eine krasse Qualitätssteigerung hingelegt. Das ist, glaube ich, kann das manchmal gar nicht fassen, ehrlich gesagt. Also das ist noch so ganz gar nicht angekommen, dass die Eintracht tatsächlich Dritter ist. Und das Geile ist, es wird ja noch mehr geben. Was, wenn die Siebter wären. Ja. Die wären ja schon, wenn wir, boah geil, die Eintracht sind auf einstelligen Tabellenplatz nach der Relegation und jetzt, ey, die ist Dritter. Krasse Nummer. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja noch nicht so, als würde jeder auf seinem absoluten Leistungsmaximum spielen. Dennis hat es eben angesprochen, Højgota hat keine gute Partie gemacht, Seferovic kam rein und war auch nicht der entscheidende Faktor, der jetzt, oder wo du jetzt sagen würdest, okay, super, dass der jetzt noch reinkam. Also du merkst, rundherum um Meier gibt es noch Verbesserungspotenzial. Und das ist ja schön, wenn du nämlich weißt, dass es die Leute noch besser können und vielleicht spornt die Leistung von Meier auch die anderen mal an, sich mal wieder mehr zu integrieren und dann kann das auch noch besser werden, beziehungsweise dann hast du mehr Varianz wieder mit reingebracht. Ne? Also ich finde es super. Persönlich würde ich auch noch ganz gern Mascarell loben, der für mich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Auf jeden Fall. Also das ist eine Qualität. Ich meine, Mascarell muss man sowieso bislang ein positives Fazit ziehen, aber gegen Schalke war das schon wieder ziemlich gut. Ja, wirklich, muss man auch sagen. Gut, ja. Das ist auch so ein Spieler, ne? Ich meine, der hat doch nicht so viel Geld gekostet. Und wenn du überlegst, die Leute, das darfst du keinem erzählen. Das ist Bundesliga hier, ne? Und der Mascarell, ja, den haben wir eigentlich im Vergleich, im internationalen Vergleich, wenn du dir anschaust, was er für eine Leistung bringt, für ein Appel und ein Ei bekommen. Für ein Appel und ein Ei. Das ist echt Wahnsinn. Eine ganz Million. Kurz nochmal, Jungs, wie ist das denn dann? Irgendjemand hatte jetzt gesagt, Rückkaufoption gibt es ja für Mascarell. 8 Millionen Euro. 8 Millionen sind es, okay, ja. Weil ich hatte was von 4 Millionen, hat irgendeiner erzählt, habe ich gedacht, ach du Schande, was haben sie denn da wieder ausgehandelt? 8 Millionen, okay. Na gut. Ich meine, es sind 8, ja. Und selbst wenn es 4 wären, wären es trotzdem immer noch 3 mehr als die wir ausgegeben haben. Ne? Und wenn wir, das stimmt. Und wenn es 8 Millionen sind, was auch bei dieser Saisonleistung, wenn er die einigermaßen konservieren kann, ist das auch nicht total absurd, ja? Und dann läuft der Dachs, ey. Und dann bekommst du, und dann wissen die, okay, die könnten den Spieler für 10 verkaufen, geben uns 8 oder und nehmen dann noch 2 selbst ein, ja? Die würden ihn ja weiter an anderen Vereinen verkaufen. Man weiß es nicht, ja? Aber ich bin sehr, sehr zufrieden und merke, wie die Rädchen ineinander greifen und bin aufgrund dieser Leistung auch wieder gegen Schalke einfach so, dass ich sagen muss, ich ziehe meinen Hut. Ich ziehe aktuell vor allen Fallstricken oder vor allen Problematiken, die Eintracht auch vor die Füße geworfen bekommt, die können sie aktuell gut meistern und da ziehe ich wirklich meinen Hut. Denn diese Ausfälle und auch, dass halt mal der Stammkeeper nicht da ist, das musst du alles erstmal so gut hinbekommen. Und momentan läuft's und das ist halt auch der Verdienst von Michael Kovac, sag schon, von Nico Kovac. Ich habe irgendwas mit Michael gerade gelesen. Man sollte parallel keine Dinge machen. Ja, von Nico Kovac. Und ich hoffe, dass wir, natürlich, wir reden gleich über Darmstadt, aber dass wir dieses auch weiter ausbauen können. Habt ihr noch was zu Schalke zu sagen oder sind wir mit der Schalke-Thematik durch? Also ich meine, wir können jetzt nochmal über den Gegner an sich sprechen. Ich glaube, die haben jetzt wieder eine relativ schwierige Zeit vor sich, ne? Ja, auf jeden Fall. Also da wird es auf jeden Fall nicht einfacher. Zum Spiel selbst habe ich auch nichts mehr zu sagen. Es ist natürlich jetzt wieder sowas, was uns die ganze Saison schon begleitet. Wir stehen hinten sicher, brennen jetzt aber auch vorne kein Offensivfeuerwerk ab. Also ich hatte gerade noch mal geschaut gehabt, wir haben 23 Tore die Saison geschossen, 15 kassiert. Wenn du dir die Vereine so vor und hinter uns anguckst, die Bayern mit 42 Toren geschossen, Leipzig 36, Dortmund 38, Hoffenheim dann schon ein bisschen abgeschlagen mit 31, da sind 23 Tore geschossen offensiv. Bestimmt, du hast vorhin gesagt, Marvin, noch ausbaufähig. Es ist natürlich super, dass wir die Saison auf die Verteidigung bauen können, dass wir hinten wirklich einfach wenig Tore fangen. Auch da muss man auch einen Lindner loben, dass er erstens eigentlich den Kasten selbst relativ sauber hält, aber auch die Abwehr vor sich gut positioniert, auch gut kommuniziert, anscheinend da eine gute Atmosphäre herrscht, weil ich sag mal so, da hat man jetzt nicht gesehen, oh, da sind aber Abstimmungsprobleme, oh, da merkt man aber, der hat noch kaum Spiele mit der Mannschaft gemacht, sondern ich finde, das war wirklich astrein, war schön, dass wir wieder mal die Null hinten halten konnten. Und dann bin ich doch, also selbst wenn ich vorher jetzt nicht die, sag ich jetzt mal, 2-3 Tore pro Spiel schieße,
stehe ich dann halt auch trotzdem auf Platz 3. Das ist schon genial. Ja, der große Vorteil von Lindner ist, und das merkst du schon, dass er halt nicht blöd ist. Also ich habe den vor einem Jahr mal bei einem Pressetermin getroffen und du kannst dich mit ihm schon gut unterhalten. Er ist eher ein bisschen schüchterner und auch wenn er natürlich auch wie so ein junger Kerl halt natürlich auch andere Flusen im Kopf hat, wirkt er schon relativ, also so fußballerisch schon gefestigt und du kannst dich mit ihm, wie gesagt, dementsprechend gut unterhalten und er kriegt auch 5 gerade Sätze raus und er weiß auch, was er im Fußball auch als Torhüter zu machen hat und das hat sich in diesem Spiel deutlich gezeigt. Ich hätte das vor der Saison nicht unbedingt erwartet. Wir hatten ja schon auch mal ein bisschen kritischer über ihn gesprochen, was man halt so gesehen hat. Aber das ist sehr, sehr positiv und ich bin zufrieden. Ja, aber wenn du sagst, der ist nicht doof, dann wird er auch sich mit der Position als zweiter Torwart, der nicht viele Einsatzzeiten bekommt, wahrscheinlich ab nächster Saison auch nicht mehr so abfinden können. Gerade wenn er auch mal sein Talent unter Beweis stellen konnte. In Österreich hat es ihn ja dann doch jetzt auch schon den Stammplatz im Tor gekostet, muss man natürlich sagen, ist für ihn wahrscheinlich, ich sag mal, mittelfristig auf jeden Fall die Perspektive in Frankfurt nicht so, dass er wahrscheinlich hier bleiben will, oder? Wie seht ihr das? Also das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation. Er hat jetzt 2 Spiele gemacht, wo man sagt, ja, die waren, ist alles in Ordnung und war gut. Prinzipiell muss man natürlich schauen, wo sind da auch Interessen, aber der Spieler natürlich und auch insbesondere die Berater, die natürlich auch einen großen Einfluss auf die Spieler nehmen, wird da schon sagen, hier, wie sieht es denn aus, ist da nicht mehr drin bei einem anderen Verein? Bei der Eintracht ist Radetzky gesetzt. Ich finde auch völlig zu Recht, spielt ja auch eine überragende Saison, außer der kleine Aussetzer jetzt mal. Ja, ist eine schwierige Situation, muss man mal gucken, weil sonderlicher Nachwuchs jetzt direkt dahinter, müsstest du auf jeden Fall ja verpflichten. Du hast ja jetzt nichts in der Hinterhand, wo du sagst, der kann jetzt direkt aufrücken. Oder habt ihr da andere Informationen noch? Also ich habe mich das auch gefragt. Im Endeffekt war das jetzt gut für die 2 Spiele, aber eigentlich war es vielleicht sogar schlecht, dass wir ihn jetzt verlieren, weil ich glaube, dass er sich schon ein bisschen ins Schaufenster gehalten hat, sage ich jetzt mal. Du wirst ja dann auch, andere Manager werden ja dann auch aufmerksam. Und ich glaube, wenn jetzt eine Torwartposition frei wird, wird er schon in mehr Laptops drin sein als vorher. Und, so geil. Ja, das hatten wir ja damals auch. Das hatten wir ja damals mit Dietwald auch. Das war ja ähnlich. Ja, genau. Und der ist dann zu Bremen gekommen. Das war auch dann so, du hast ein kurzes Fenster, das hat er rein genutzt, wenn du an die Parade in Leipzig denkst, wo er 5 Minuten drin war, wo er den Arm da rausholt noch. Mhm. Da, aus 5 Metern, war es Pausen, glaube ich, keine Ahnung. Ja, klar. Würde mich freuen, weil er scheint, wenn der Marvin das bestätigt, dann scheint er meinen Eindruck auch zu bestätigen, dass er ein guter Kerl ist, der sich auch immer ruhig verhalten hat, also der ja auch keinen Stunk gemacht hat und der jetzt seine Chance genutzt hat, der trotzdem wieder rausgehen wird. Also wir werden wahrscheinlich in 5 Wochen nicht mehr über Heinz Lindner reden, leider. Radetzky wird sein Ding, Radetzky ist ja natürlich auch der bessere Torwart, Radetzky ist einer der besten der Bundesliga, finde ich. Auf jeden Fall. Und ist doch super, also ist doch super, die Eintracht. Wir haben das jetzt in den letzten Wochen, habe ich es oft angesprochen, dass ich irgendwie vorne nicht mehr so viel Bauchschmerzen habe, wer dann da reinkommt. Und mittlerweile ist jetzt im Tor auch so. Die einzige Position, auf der es noch so ist, ist der 6er-Bereich. Oh ja, da kommen wir ja auch gleich noch zu sprechen. Das wird sicherlich auch nochmal eine Thematik sein. Dennis, du bist ja noch da, ne? Ja, ich bin noch da. Ja, ich will das nur hören. Wie gesagt, bei der wackeligen Technik muss man dann öfter mal nachfragen. Die Sache ist halt mit Lindner, der ist halt 26. Das heißt, der hat noch circa maximal so 10 Jahre als Torhüter zu gehen. Das ist jetzt noch eine relativ lange Zeit. Aber natürlich dadurch, dass er sich halt jetzt ins Schaufenster gespielt hat, kann ich mir auch vorstellen, dass wir im Sommer nochmal neu über diese Position sprechen. Dann ist er 2 Jahre in Frankfurt, hat relativ wenig Einsatzzeit bekommen. Ich gehe auch davon aus, dass das war für ihn auch durchaus schmerzlich, dass er nicht mal als Nummer 1 zur Europameisterschaft gefahren ist. Das darf man auch nicht vergessen. Ja? Also ich denke, das wird er noch länger nicht tolerieren. Aber für uns ist es aktuell einfach gut, denn wir haben auf so einer prominenten Position aktuell keine Bauchschmerzen. Und natürlich ist es aber auch so, wenn wir in die Champions League kommen, tut mir leid, also, ja, dann wird er sich das auch nochmal überlegen, denn in der Champions League zweiter Torhüter zu sein, ist auch nicht ganz so dramatisch, wie als Tabellenzwölfter der Bundesliga zweiter Torhüter zu sein. Aber das sind noch Spinnereien, da sind wir leider noch nicht. Ja, wollen wir zum aktuellen Tagesgeschehen mal kommen? Also wir haben ja jetzt eben schon über Transfers gesprochen. Dennis, da war ja heute einiges los, ne?
Ja. Also ich konnte es leider nicht live verfolgen, aber als Hast du ich nicht vorhin den Deadline heimkam. Day? Hast du nicht bei Sky Sport HD die ganze Zeit vor dem Fernseher gesessen und das getan, was man tun muss, sondern nicht mehr schlafen, nur noch essen, nur noch Sky Sport HD gucken und den ganzen Dummbatzen beim Dummlabern zuhören, als sie einen Transfer verkündigen von dem Zweitligisten zu dem Drittligisten? Meine Güte, was ist denn mit dir los? Bist du kein Ja, Fußballfan mehr? Marvin, ich muss nächstes Jahr, Termin ist schon eingetragen, Urlaub für den 31.01.2018, Ja. damit ich das auch den ganzen Tag verfolgen kann. Nee, ich kam heim, habe im Endeffekt, beziehungsweise heute Morgen hatte ich noch eine Zusammenfassung von der Mitgliederversammlung gehört gehabt Oh, da reden wir und auch noch mal drüber. genau, reden wir da auch noch drüber. Da hieß es ja dann schon, es passiert noch was. Ja, ich sag mal, es ist auch noch ein bisschen was passiert. Spieler, unter anderem Goretzka ist ja, glaube ich, gegangen. Ja, genau. Wenn Also, ich, korrigiert mich nochmal, Holstein Kiel, ja, wenn ich genau. es richtig gehört hatte, und Bunjaki ist, meine ich, gegangen nach Enschede. Ja, genau. Zu Twente Enschede. Im Endeffekt zwei Abgänge, muss ich sagen. Positiv, positiv in dem Sinne halt auch, dass es vielleicht für die Spieler eine feine Angelegenheit ist. Ne? Für Joel Goretzka ist erneut ein Drittligist. Hier die Option, damals war es ja noch der Zweitligist FSV Frankfurt, wo es nicht, leider nicht so gut funktioniert hat. Jetzt Holstein Kiel. Kann ich mir schon vorstellen, dass er hier die Möglichkeit hat, auch mal sein Potenzial unter Beweis zu stellen. Das wäre halt unglaublich wichtig, denn wir haben immer über Goretzka gesprochen. Das ist jemand, der eine gewisse Grundschnelligkeit hat, die er an den Tag legen kann. Und gerade für Drittligisten kann er hier wirklich einen Wert darstellen. Aber er muss halt endlich mal dauerhaft spielen. Und Ja. Bunjaki, muss ich sagen, hat mich fast ein bisschen gewundert, dass der zu so einem hochklassigen Verein wie Twente Enschede gegangen ist. Denn das ist ja auf jeden Fall immer noch ein Name, die spielen der in der Ehrendivision, also in der ersten Liga. Ich bin mal gespannt, wie viel Einsatzzeit er da bekommt, aber es zeigt ja, dass auch ihm ein gewisses Potenzial attestiert wird. Basti, wie siehst du das? Ja, sind das beides endgültige oder sind die ausgeliehen? Verkauft, glaube ich. Also Beide. Verträge sind aufgelöst. Also bei Bunjaki habe ich gehört, der Vertrag wurde aufgelöst. Okay. Bei Goretzka weiß ich es jetzt gar Bei nicht. Ja. Goretzka, ja, aber bei Bunjaki auf jeden Fall. Ja, fand ich auch überraschend. Ist doch gut. Also wer weiß, vielleicht kann er eine ähnliche Entwicklung wie Tosun nehmen, dass er so wenigstens in dem Bereich da sich einen Namen macht. Wenn Kovac jetzt offen sagt, ich traue den beiden das nicht zu, dann ist das so, dann konzentriert er sich auf andere. Haben ja dafür quasi einen Ersatz geholt, sage ich mal in Anführungszeichen, mit Marius Wolf. Aber ich wünsche den beiden auch alles Gute. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich bin sehr, sehr traurig, weil ich habe das, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche gesagt. Anders als bei anderen Trainern vor, bei Eintracht vertraue ich Kovac einfach erstmal. Also ich bin nicht beim Training dabei. Gereskia hatte hier teilweise auch einen schweren Stand, weil er hat halt anders als Barkok zum Beispiel. Barkok hat er halt das Glück gehabt, dass Barkok jetzt reinkam in diese Mannschaft, in dieses Gefüge und du kannst viel, viel befreit aufspielen, wenn es läuft. Gereskia ist ja Ja, damals das gekommen, stimmt. da lief gar nichts. Das ist halt auch Pech, was du als Fußballer haben kannst. Wenn du irgendwie Jugendspieler bist, wirst reingeworfen und deine Mannschaft ist am Arsch, dann bist du ja nicht derjenige, der es rausreißt, sondern du bist ja eigentlich der geführt werden muss. Und wenn da nur kopflose Leute rumlaufen, wer soll dich da führen? Und bei Barkok war es so, der kam rein. Und hat halt diesen Moment gehabt mit diesem Tor. Das ist ja auch Glück im Endeffekt. Was ist, wenn Wiedwald den hält? Dann ist dieser Impact von Barkok auch erstmal ein bisschen weg. Das Selbstvertrauen schnellt nicht so in die Höhe. Also, ich glaube, sowas zeigt echt ganz gut, wie krass so Kleinigkeiten im Fußball, was für Entscheidungen da getroffen werden und wie viel Glück du haben musst und wie viel Pech du auch haben kannst. Ich wünsche den beiden alles Gute und bin gespannt über den Ersatz, den die Eintracht dafür geholt hat. Ja, auf jeden Fall. Aber nochmal ganz kurz zu Goretzka. Er ist ebenso wie Bunjaki fest verpflichtet worden. Also das heißt, es gibt jetzt in der nächsten Zeit Vertrag keine Rückkehr. aufgelöst, ja. Genau. Genau. Vielleicht aber auch ein bisschen eine Bedingung von Holstein, kann ich mir vorstellen, dass die nicht sagen, die wollen jetzt nur ein halbes Jahr jetzt die Arbeit machen. Kann man auch nachvollziehen, ist, glaube ich, für ihn auch besser. Neustart ist halt noch ein junger Kerl. Sollte man trotzdem im Auge drauf behalten. Ich kann mir vorstellen, dass das Potenzial, wenn er endlich mal dauerhaft ins Rollen kommt, da ist. Ich halte einfach viel von dem Jungen. Die Spiele, die ich mal von ihm gesehen habe, auch im Jugendbereich, die haben mich schon überzeugt. Aber gut, er muss jetzt den nächsten Schritt gehen. Und bei Munyaki bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Da wurde jetzt gerade im Chat geschrieben, naja, da gab es eine gewisse Problematik, denn die standen anscheinend kurz vor einem
finanziellen Exodus. Und deswegen sind sie auf solche Spiele angewiesen. Ich muss sagen, ich habe die niederländische Liga jetzt nicht komplett im Blick. Aber als Tabellenachter, die haben auch richtig, haben auch ziemlich gute Leute da am Start. Das kann schon sein. Das hat der liebe schönen Gruß an dieser Stelle der Sasch geschrieben. Also, dass die bei Twente finanzielle Probleme hatten. Ah ja, jetzt hat er nochmal einen Link geschickt, den werden wir auch nochmal in die Shownotes packen. Gut, so ist es. Trotzdem ist es für einen Spieler, der bei der Bundesliga kein Land gesehen hat, auch trotzdem eine ganz, ganz große Herausforderung, denn er hat trotzdem relativ viel, wie soll ich sagen, Konkurrenz. Denn trotz der Tatsache, dass die halt dementsprechend finanzielle Probleme hatten, haben die ein Umfeld von Spielern, wo man trotzdem mit den Ohren schlackert. Ne? Wenn ich sehe, dass der Enes Ünal jetzt auch verpflichtet wurde, zwar nur leihweise, aber das ist ein Mensch von Manchester City und der hat einen Marktwert von 6-7 Millionen. Anscheinend scheinen die sowieso eine engere Kooperation mit Manchester City jetzt irgendwie veranschlagt zu haben. Also, da muss man sich erstmal durchsetzen. So, der Basti hat eben gerade vollkommen richtig gesagt, wir haben im Gleichzug natürlich auch jemanden verpflichtet. Ja, aber die Frage ist, was wollen wir denn mit dem? Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde, damals, als er nach Hannover gewechselt ist, war er schon ein Spieler, der begehrt war. Und Spieler, die von 60 kommen, sind eigentlich immer gut ausgebildet. Also 60 hat, das muss man denen, wenn man denen nichts lassen darf, aber das muss man denen lassen. Da sind immer gute Spieler bei rumgekommen bei denen. Im Endeffekt, was haben wir zu verlieren, mein Gott? Das also, ist ja. Wir haben den nur bis Saisonende geliehen, oder? Was richtig. Er ist doch im Endeffekt etwas, ich sag mal, nicht in Topform momentan, sonst hätte Hannover ihn, glaube ich, auch nicht wieder gehen lassen. Er ist da ja nicht so richtig in Schwung gekommen bis jetzt. Ist natürlich für mich dann so ein bisschen, der Wechsel hätte für mich Sinn gemacht, hätten wir ihn fest verpflichtet, weil wir ja offensichtlich schon vorher an ihm interessiert waren, sehen das Potenzial und wollen ihn jetzt wieder heranführen. Ich denke, dass er hier in unserer Mannschaft auch gerade, weil es, du hast Marvin so schön gesagt, weil es so schön läuft und wenn ein Spieler, der ein bisschen nicht so in Tritt ist, in eine Mannschaft kommt, die dann eventuell relativ erfolgreich aktuell spielt und wo es passt, wieder aufblüht, ist natürlich schade, wenn du ihn nach der Saison dann wirklich gehen lassen musst. Ich hoffe, dass Kaufoptionen mit vereinbart wurden und wir hier einfach nur davon noch nichts gehört haben, weil für mich macht es zumindest keinen Sinn, einen Spieler ein halbes Jahr jetzt hier aufzurichten und dann nächste Saison spielst du dann wieder gegen ihn. Finde ich ein bisschen komisch. So hatte ich es zumindest verstanden, dass er nur bis Saisonende da ist und da hatte für mich der Wechsel keinen Sinn, weil stimme ich dir grundsätzlich erstmal zu. Es ist natürlich ein sehr befremdlicher anmutende Transfer, ne? Denn jemand, der in der zweiten Liga kein Spiel gemacht hat, wird von einem Erstligisten transferiert. Muss man sich erstmal die Frage stellen, warum? Das ist natürlich schon mal die Frage. Aber er hat Potenzial, das hat er damals bei 1860 auf jeden Fall angedeutet. Der Marius Wolf war da kein Unbekannter und ist nicht ohne Grund vor. Ich glaube, vor einem Jahr ist er ja für, glaube ich, 1,5 Millionen zu Hannover 96 gewechselt. Gerade auch zu einer sehr schwierigen Zeit. Wir wissen alle, Hannover ist dann ein halbes Jahr später abgestiegen. Trotzdem ist es jemand, der durchaus Qualität hatte. Und das hat uns auch der Jesper, war das der Jesper? Jasper aus München hat mir das auch bei Twitter geschickt. Der alte 1860-Fan hat gemeint, dass es ihn sehr gewundert hat, dass er jetzt in der letzten Zeit bei Hannover 96 keine Partie gemacht hat. Denn in seiner Zeit bei 1860 muss es ein richtig guter Spieler gewesen sein, der Anlagen hatte, die weit über das hinausgehen, was er zuletzt geleistet hat. Und ausgehend davon muss ich sagen, okay, vielleicht hat die Eintracht hier Potenzial gesehen, aber ich stimme euch komplett auch zu. Es kann natürlich nicht sein, dass jetzt hier die Arbeit passiert, dass er wieder aufgerichtet wird und dann im halben Jahr wieder zu Hannover 96 geht, die dann bis dahin vielleicht aufgestiegen sind und dann mit einem Spieler starten, den wir wieder aufgepäppelt haben. Also ich hoffe, entweder ist es wirklich so, dass die Eintracht hier einen Plan hat, dementsprechend eine Option installiert hat in den Vertrag oder es hängt wirklich nur damit zusammen, was ich auch schon gehört habe, dass er einfach ein Bunyaki-Ersatz ist. Das hat der Blog G, der Stefan Krieger, hatte mir geschrieben und hatte gemeint, im Endeffekt ist es nur so, es ist eine Kaderauffüllung und man darf auch nicht vergessen, die Local-Player-Regel spielt da vielleicht auch noch eine Rolle. Okay. Ja, ich denke auch, eins von beiden. Mein Gott, wenn wir ihn brauchen wegen der Local-Player-Regel, dann ist das so, dann ist es eine günstige Variante. Und
Ja, wenn die wirklich was in ihm sehen, dann werden die auch schon klar gemacht haben, dass wir im Sommer ihn weiter verpflichten können. Also davon gehe ich aus. Ansonsten, entweder ist es, wie gesagt, wenn es keine Kaufoption gibt, dann ist es wegen der Local Player Regelung. Und wenn nicht, gibt es eine Kaufoption. Also so schlau schätze ich die Eintracht verantwortlich mittlerweile ein. Der alten Eintracht hätte ich alles zugetraut, Ja, definitiv. Mittlerweile ja. aber mittlerweile hat man ja so ein kleines Grundvertrauen, dass man nicht mehr alles in Zweifel zieht, was dort getan wird. Und geht Das davon aus, stimmt. dass entweder Plan A oder Plan B da herrscht und vielleicht ist auch eine Kombination aus beiden Plänen zu sagen, wir mussten eh einen holen, dann lass doch den holen, den hatten wir eben auf dem Schirm, dem geht's nicht so gut, lass ihn ausprobieren, dann können wir ihn im Sommer holen oder halt auch nicht. Also von daher, vielleicht will Kovac ihn sich auch ein halbes Jahr erstmal nur im Training anschauen, Ja. weil wir ihn sowieso brauchen wegen dieser Regelung und da kann er sich hier in ganz Ruhe, kann er es im Training präsentieren. Und wird dann vielleicht im Sommer ein Thema oder halt nicht, meine Güte. Die Welt geht nicht unter. Ich finde es trotzdem schade, dass, wenn man schon was macht, dass man es nicht auf der Sechserposition gemacht hat. Es hätte vielleicht ja auch ein deutsches Nachwuchstalent, was nicht so glücklich ist, was man auch für die Local Player Regelung hätte nehmen können, auf der Sechserposition hat. Ja. Ja, das ist also irgendwie merkwürdig, ne? Denn auch gerade so die Personalie Marius Wolf, da hat ja Hübner ja auch vorhin gesagt, das ist ein Spieler, der schon lange beobachtet wurde. Das ist ein Spieler, den ich schon auf dem Zettel hatte. Den habe ich mir schon bei 1860 angeschaut. Und das klingt jetzt eigentlich nicht nach einem Halbjahrestransfer, ne? Also, wenn du mit Das ist dieser, es ja. Also ja. zu sagen, den haben wir schon lange beobachtet, den lassen wir jetzt hier ein halbes Jahr fit werden, weil die auch gesagt haben direkt, dass er noch lange nicht fit ist. Also die haben ja gesagt, der muss erstmal aufgepäppelt werden. Wann haben die den jetzt geholt, damit er am 30. Spieltag mal eingewechselt wird? Also Das da ist das muss Ding. im Endeffekt was dahinter sein. Der Brudi hat ja auch pfeifisches Drüsenfieber gehabt und da wissen wir alle, wie langwierig das sein kann, ja? Und natürlich ist es dann ein Prozess der Rekonvaleszenz, der wahrscheinlich noch gar nicht abgeschlossen ist. Gerade als Bundesligaspieler musst du ja nochmal anders trainieren, als wenn du jetzt hier ein Schoppekicker bist. So. Und da müssen wir halt sehen, wie das läuft. Aber geben wir der Eintracht das Vorschussvertrauen, dass sie hier was im Plan haben und vielleicht ihn nicht einfach nach der Saison wieder gehen lassen oder nicht ohne weiteres oder zumindest, dass sie eine Option haben, dahingehend den Vertrag zu verlängern. Ne? Ja, ich hoffe auch. Also das sollte nicht der zweite Kuhlmaha werden, Ja. den wir auch verletzt geholt haben und dann verletzt wieder abgegeben haben. Genau. Ja, genau. Aber du hast eben schon angesprochen, eine Position, auf der wir leider nichts gemacht haben und Die Sechse. täglich grüßt das Murmeltier. Es ist halt einfach ärgerlich. Auf der Sechs wird auch in dieser Transferperiode nichts mehr passieren. Es wurde nichts passiert, um es mal so zu sagen. Ja, also irgendwie nervt es schon, ne? Ist komisch auch. Gut, vielleicht ist Besuschkow derjenige. Vielleicht ist der, weil er war ja bei Schalke, wurde ja auch unter der Woche erwähnt, dass er gesagt hat, er wäre auf jeden Fall schon Alternative, da ist dann doch nicht gekommen, aber vielleicht ist er das, aber das ist ja halt, der ist halt auch noch jung. Also ich hätte mir schon gewünscht, wenn man weiß, okay, Hushti und Fabian sind beides Spieler, die eine gewisse Ballsicherheit haben und die uns jetzt fehlt. Und vielleicht war keiner da, ich habe keine Ahnung. Die Eintracht hat natürlich auch kein Geld, das muss davon auch nicht vergessen. Ja. Und vielleicht gab es keinen und vielleicht sind wir am Ende froh, wenn jetzt nicht doch dann der nächste Injowski, Lanik oder Flum gekommen wäre. Und vielleicht war nur sowas drin. Und das hat die Eintracht ja auch so kommuniziert, dass die Eintracht gesagt hat, für Mittelklasse-Spieler ist unser hart erspartes Geld dann eigentlich dann zu schade, dann holen wir lieber gar keinen. Oder halt so Leute wie Wolf und Besuschkow, wo wir dann denken, die sind ähnlich teuer, aber da ist noch irgendwie so ein kleines Limit nach oben offen, was eingelöst werden kann oder auch nicht. Aber im Endeffekt ist quasi die Chance, die du damit hast, die ist größer. Du hast natürlich auch komplett das Risiko eines Totalausfalles, aber du hast dann natürlich auch das Ding, dass es durch die Decke gehen kann. Und das ist immerhin besser, als zu sagen, okay, wir kriegen einen, da wissen wir, es geht nicht nach oben, ein bisschen nach unten, so wie Injowski oder so. Das ist eine andere Taktik, die andere, die finde ich besser, auch wenn die natürlich riskant ist, weil wenn Hushti und Fabian jetzt echt beide lange ausfallen, dann darf halt Sebe und Mascarell gar nichts passieren, weil ansonsten wird es ganz bitter. Das ist ja genau, das ist halt genau der Punkt. Also es darf halt nicht mehr viel passieren, aber wahrscheinlich ist es genauso, wie du gesagt hast. Besuschkow ist die Personalie, auf die man im Zweifel baut, wenn hier jetzt alle Dämme brechen. Ja, dann gut, muss man so akzeptieren. Aus deiner Sichtweise finde ich das durchaus nachvollziehbar oder ich kann deine Sichtweise akzeptieren, wenn du sagst, okay, ist vielleicht auch besser. Wir holen keinen mittelmäßigen Spieler, füllen unseren Kader nicht unnötig damit auf, sondern wenn wir jemanden holen, dann muss er gleichwertig oder eigentlich sogar besser sein als die vorhandenen. Finde ich eine legitime Sache. Hoffentlich kann man halt die Saison dann trotzdem einigermaßen damit bestreiten, wenn man dann halt sagt, okay, dann holen wir halt keinen. Müssen wir auch ein Ja, bisschen man muss Glück auch haben. Glück haben, einfach.
Ja, man muss. Man musste Glück haben, das ja, stimmt. Auf jeden Fall. Ist natürlich ich aber auch, Kovac mit hat nämlich auch ein gesehen, Maskal. Dass Hector. Ja, sorry, Basti, du ich erst. Ganz kurz noch, ich habe gesehen, weil wir brauchen echt Glück, weil ich glaube, Kovac hat jetzt auch gesehen, dass Hector keine Alternative ist auf lange Sicht, weil er hat es ja jetzt auch korrigiert und hat Hasebe Gott sei Dank wieder zurückgezogen, was uns merklich gut getan hat, fand ich. Das stimmt, ja. Naja, also es bleibt auf jeden Fall spannend, auch wenn wir jetzt nicht megamäßig zugeschlagen haben auf dem Transfermarkt, um es mal so zu sagen. Mir fehlen halt immer noch einige Spieler, bei denen ich hoffe, dass die bald wieder zurückkommen. Jetzt für Darmstadt haben wir immer noch die Möglichkeit nicht, dass wir auf Hushti, Fabian oder Varela zurückgreifen können. Ärgert mich ein bisschen. Ich hoffe, dass Varela überhaupt noch mal großartig in der Saison spielt. Der hat ja wieder am Sprunggelenk war ja wieder was und es ist immer wieder so, dass er nicht wirklich entscheidend rankommt. Das nervt. Aber wenn der wieder auch da ist, ist auf der Rechtsverteidigerposition eine weitere Varianz. Das würde mich sehr freuen. Ich fand die ersten Spiele, die er gemacht hat, waren ja nur insgesamt nur drei. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht ja. Kommt Varela auch noch mal, rückt in den Kreis der potenziellen guten Spieler ran. Müssen wir mal abwarten. Ansonsten Transferfenster, was mich ein bisschen geärgert hat, dass die Eintracht sehr viele, also ich glaube zwei an der Zahl, sehr viel ist natürlich wieder was anderes, aber zwei Jugendspieler abgegeben hat. Ich bin jetzt in dem U17-Bereich nicht so tief verwurzelt, dass ich jetzt sagen kann, okay, daran lag es. Aber es mutet ein wenig komisch an, dass die Eintracht U17-Talente einfach mal verliert. Ja, kennen wir aber schon. Wenigstens ist jetzt einer zurückgekommen von Leipzig. Ja. Ja, ist wahrscheinlich. Vielleicht dauert es bis die Eintracht im Jugendbereich so weit ist, dass die Spiele auch hier bleiben. Ich glaube, da ist noch viel nachzuholen. Das können die auch in dem Jahr nicht. Also das, was die Eintracht verändern will, dauert, glaube ich, ein paar Jahre. Obwohl du ja auch sagen musst, beispielsweise Bunjaki, wir hatten es ja jetzt schon gesagt, da wurden ja jeweils die Verträge aufgelöst. Ich weiß nicht, inwieweit dann eine, na, ich sag mal, Jugendausbildungsentschädigung oder sowas dann trotzdem gezahlt wird. Finde ich auch immer schade. Klar, so Vereine, die auch gerade jetzt hier Holstein Kiel, weiß ich nicht, ob die dann in der Lage wären, auch eine gewisse Transfersumme oder zumindest eine Entschädigung für die Ausbildungszeit zu zahlen. Aber es ist schon sowas, was mir auch immer auffällt. Die Verträge werden dann immer, ja gut, dann lösen wir halt den Vertrag auf, wenn das so ist, und dann kommen wir denen entgegen. Ist ja dann immer damit verbunden, dass eigentlich keinerlei Ablöse sondern was gezahlt wird. Oder sehe ich das falsch? Oder kann das sein oder kann auch nicht sein? Wie seht ihr das denn mit diesen Sachen? Das ist mir jetzt schon öfter aber aufgefallen. Auch Goretzka war, glaube ich, das Gleiche, hat es ja gesagt, Marvin. Ne? Mhm. Der Vertrag wäre jetzt noch bis 2018 gelaufen, wird aufgelöst. Weiß ich nicht, ob man das dann unbedingt, da redet man nie von. Ja gut, da ist zwar nur ein Taschengeld gezahlt worden, aber man sieht ja, ein Leihspieler kostet ja auch immer ein gewisses Geld, könntest du auch wieder nutzen, auch für Jugendspieler, eventuell dann doch den einen oder anderen schon einen Profivertrag geben und so weiter und so fort. Ich finde das immer etwas seltsam, dass da zumindest nie was öffentlich oder medial zumindest verbreitet wird, bin ich aber vielleicht auch zu schlecht informiert. Naja, also es ist schon so, dass ich mir ehrlich gesagt die Frage stelle, was willst du denn jetzt bei Goretzka großartig an Ablöse verlangen? Der Junge hat kaum gespielt, das ist eine Chance für ihn. Und es ist ein Talent, aber mehr halt auch nicht. Also ich sehe da auch keine Ablösesumme großartig, weißt du? Und bevor du ihm die Möglichkeit verbaust, bei einem neuen Verein frisch durchzustarten, ist die Eintracht halt per se einfach so, dass sie sagen, okay, dann versuchen wir einfach hier Gas zu geben und dass er Gas geben kann. Ich glaube, das ist das vormerkliche Ziel im Endeffekt. Gut, okay. Ja, also so meine Gesichts... ich war jetzt ein bisschen verwirrt, weil der Hund die ganze Zeit gebellt hat. Ja, aber ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Hattet ihr das auch? Ja, so ist es. Naja, aber wie gesagt, ich denke, dass das der vordringlichste Gedanke war. Der Markt einfach es nicht hergibt, dass da was gezahlt wird. Okay, momentan einfach nicht. Ich glaube, das wäre natürlich in Großbritannien, da würdest du immer noch 500.000 für ihn bekommen. Aber für ihn, ich glaube, für die Eintracht ist es auch wichtiger und schöner zu sehen, dass ein Talent irgendwo nochmal eine Chance bekommt und dann vielleicht sich dann über Umwege wieder für die Eintracht anbieten kann, weißt du? Glaube ich, ist ein größerer Vorteil
allein ideell, ne? Weil man darf ja nicht vergessen, die Eintracht hat ja in den letzten Jahren relativ viele Spiele in die Bundesliga oder in den Profifußball gebracht. Das vergisst man total oft, weil halt nicht alle in der Bundesliga spielen, sondern manche auch der zweiten oder der dritten. Aber die Eintracht hat einen relativ großen Output generiert. Und ich glaube, das müssten ja auch viel öfter mal publik machen, denn im Gegensatz zu anderen Vereinen, wo dann viele komplett außen vor gegangen sind, spielen halt viele Spiele nicht zwingend der ersten, aber im Profifußball, was auch schon mal ein Erfolg ist. Ich erinnere an Richard Weil, der jetzt irgendwie, der von Heidenheim jetzt auch in die dritte Liga nach Magdeburg gegangen ist. Auch das ist ein Spieler, der bei der Eintracht seine ersten Sporen verdient hat und der zwar nie es nach ganz nach oben geschafft hat, aber immer ordentlich Geld verdient hat. Und das ist auch mal schon ein Gewinn von der Eintracht, dass es überhaupt, dass die überhaupt so einen Output generieren. Und der ist nicht immer zu einem großen Vorteil. Das sind nämlich immer Bundesliga-Stammkräfte. Aber die Eintracht tut was für den deutschen Fußball. Und das ist auch, kann auch ruhig mal Anerkennung verdienen. Jetzt bin ich komplett ausgewichen, beziehungsweise bin komplett ein bisschen eskaliert, aber das muss jetzt auch mal gesagt sein. Ist gut so, gut ja. So. Auf jeden Fall. Eine Sache, die wir aber noch besprechen müssen, ist die Sache Vallejo. Mhm. Denke ich zumindest, dass wir nochmal drüber sprechen. Ja, ist natürlich ärgerlich, ne? Ist ärgerlich, aber ich finde es zumindest gut, dass anscheinend jetzt eine Entscheidung getroffen ist, wir uns jetzt aktiv um einen Nachfolger kümmern können und dementsprechend, ich sehe es natürlich auch mit einem weinenden Auge, ich hätte ihn gerne noch lange bei der Eintracht gesehen, aber abzusehen war es ja irgendwo, gerade mit der Situation Pepe und so weiter, was da jetzt wohl einigermaßen sich in Stein gemeißelt wurde, dass er eben den Club verlassen wird. Ja. Und ja, dementsprechend haben wir natürlich ein bisschen das Problem, Vallejo steht natürlich dann an einer der vorderen Stellen, um da aufzurücken. Ich finde es aber gut, dass es jetzt, wenn es wirklich so publik ist, weil ich habe offiziell, außer dass, ich glaube bei HR oder hessenschau.de oder sowas hatte ich es gelesen, habe ich sonst noch nirgendwo gesehen gehabt, aber prinzipiell können wir uns jetzt wenigstens wirklich um Nachfolger für die nächste Saison dann kümmern. Ja, das stand auch in der spanischen Zeitung. Das ist jetzt definitiv Fakt. Und diese war auch sehr gut vernetzt. Ich glaube, Basti, hast du es auch gelesen mit Vallejo? Nee, nee, muss ich kurz ans Boot holen. Ja, nee, also Vallejo wird halt definitiv zur nächsten Saison den Verein verlassen und zurück zu, also die große Headline war, dass Vallejo zusammen mit einem anderen Realspieler zurück zu Real geht und dort schon in die Kaderplanung der nächsten Saison einfließt. Ja, und das ist halt, so ist es, aber damit musste die Eintracht eh rechnen. Alle Gedankenspiele waren immer darauf gebaut, dass hier Real mitmacht, das machen sie nicht. Kann man auch nachvollziehen, das ist ein guter Spieler und der wird in der nächsten Saison bestimmt auch schon das eine oder andere Spiel bei Real machen. Insofern, die Eintracht muss jetzt sehen, dass sie das halbe Jahr dementsprechend planen, damit sie in ähnlich guten Spiele irgendwie ausgeliehen bekommen, auch wenn es sehr unrealistisch ist. Das stimmt, ja. Ich glaube, der so ein Spieler von der Qualität kann es auch nur leihen. Also, ja. Die Eintracht wird dort keinen Ersatz finden. Glaube ich auch, ne? Aber gut, okay, damit müssen wir arbeiten. Hoffen wir, dass wir in den verbleibenden Spielen noch viel Freude an Jesus Vallejo haben. Im Zweifel kann er ja gern auch mit dem Titel die Frankfurter Eintracht verlassen. Aber total verlieren jetzt gar nicht mehr realistisch denken. Naja, nee, so ist es. Aber in den letzten paar Tagen ist ja wirklich sehr viel passiert. Nicht nur das wunderbare Transferfenster, was uns unglaublich viel beschert hat, sondern gestern war ja auch Clubabend, um es mal so zu sagen. Und da hat die Eintracht ja viel bekannt gegeben. Unter anderem darf die Eintracht eine neue Clubzentrale bauen, in der Nähe des Stadions diesmal. Ist ja wirklich eine interessante Sache. Ich bin mal gespannt, wie teuer das alles wird, wie das irgendwie auch finanziert wird. Aber das klingt relativ vielversprechend, ne? Ich hatte was von 30 Millionen oder sowas gehört. Mhm, richtig. Ja, aber du weißt ja, wie das ist mit deutschen Gebäuden. Dann kostet es eigentlich nur 30 Millionen, dann bist du bei 300 oder ist es in 5 Jahren noch nicht fertig. Also müssen wir abwarten, wie das läuft. Aber die Pläne sind auf jeden Fall sehr optimistisch. Dafür muss ja die Tennisakademie weichen, die auch in der Nähe ist. Also wird viel umgebaut. Aber für die Eintracht, für mich auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Also infrastrukturell bringt uns das auf jeden Fall nochmal ein ordentliches Level nach oben. Ja, weil gerade auch, weil es halt so ist, dass die, wahrscheinlich die U17, aber ich glaube auf jeden Fall die U19, dann vom Riederwald auch Richtung Stadion geht. Das heißt, du hast noch näher die Verknüpfung zu den Profis. Darüber hinaus ist es auch so, dass, ich weiß nicht, ob neue Stellen geschaffen werden, aber ich glaube sogar auch, dass die Eintracht sich weiter auch personell aufstockt. Es dient zur Professionalisierung
bei. Und wenn Frankfurt als Fußballstandort oder die Eintracht im Speziellen weiterhin Bundesliga konkurrenzfähig sein will, dann ist das für mich auf jeden Fall der richtige Schritt. Ich finde es gut, dass so Dinge auch angegangen werden. Das hat man ja eigentlich gemacht ohne großes Getöse. Muss man auch mal positiv sagen. Hier wurde nicht die ganze Zeit Meinungsmache betrieben, sondern hier gab es konkrete Pläne, die da vorangestellt wurden, die auch in Kooperation mit der Stadt irgendwo umgesetzt wurden. Sportdezernent Markus Frank ist nicht unwesentlich daran beteiligt, dass das jetzt funktioniert. Ich bin gespannt, wann es steht, wie es steht und wie teuer es dann ist oder schlussendlich war. Aber ich finde es gut, dass die Eintracht so fortschrittlich denkt und in die Zukunft ihre Augen hat. Endlich. Auf jeden Fall. Bei der Eintracht habe ich bei all solchen Sachen immer das Gefühl, es kommt ein paar Jahre zu spät, aber mein Gott, besser jetzt als gar nicht. Ja. Ich meine, und das ist ja absehbar. Wenn du überlegst, die planen, glaube ich, dass es spätestens 2020 fertig wird. Jo, hallo, es sind halt auch nur 3 Jahre. Ne? Also da geht es schon richtig rund. Finde ich super. Finde ich auf jeden Fall gut. Ja, ist eine super Sache. Ja, genau. Und ja, das war ja das eine, was so bekannt gegeben wurde. Ansonsten, ja, große Jubelstimmung. Was ich übrigens ganz toll fand, und das kann man hier auch nochmal erwähnen, das hat auch, ich glaube, der Jan hatte das, glaube ich, auch in den Chat geschrieben. Es gab ja, ich weiß, wir werden manchmal ein bisschen politisch, wir wollen jetzt auch nicht zu sehr politisch werden, aber das Statement, was Hellmann abgegeben hat bezüglich AfD, ist natürlich jetzt auch in einer gewissen Art und Weise, ja, kann man sagen, muss man auch Taten folgen lassen. Ich habe jetzt oftmals gehört, ja, das hätten sie aber dann mit Abu Dhabi, hätten sie dann aber anders regeln müssen. Aber trotzdem ist es für mich eine schöne Sache, dass Hellmann deutlich ausgesprochen hat, dass AfD problematisch ist und auch gesellschaftsproblematisch. Und das ist und für mich ist es persönlich sehr schön, dass hier mal klar Stellung bezogen wurde, denn für mich ist ein Verein auch mehr als einfach nur eine Gewinnmaschine, eine Gelddruckmaschine, sondern mir geht es auch um ideellen Wert. Und da bin ich sehr froh, dass hier ein Vertreter meines Herzensvereins so klar Stellung bezogen hat gegen Menschenfeindlichkeit. Das finde ich eine gute Sache, wollte ich jetzt noch kurz reinbringen, denn es hat mir gar nicht so oft, dass in diesem Millionenkonstrukt Fußball auch mal politische Töne angestimmt werden, die nicht irgendwie von absoluten Querköpfen wie Uli Hoeneß getragen werden. Ja, finde ich auch. Gerade weil das, was du angesprochen hast, finde ich auch sehr interessant, aber finde ich sehr erwähnenswert, weil es gerade im Fußball komischerweise nicht selbstverständlich ist. Also Christian Streich ist einer, der tut sich immer sehr positiv hervor, ja. Aber ansonsten hörst du ja nicht viel. Nuri hat jetzt, glaube ich, auch was gesagt gegen Donald Trump. Aber ansonsten halten die sich alle, wir waren ja zusammen auf dem Elf-Freunde-Jahresrückblick, da hat Bobic ja auch irgendwie ein merkwürdiges Statement abgegeben von wegen Politik und Fußball, die gehören überhaupt nicht zusammen, das muss man komplett rauslassen. Finde ich nicht, weil wie du es gesagt hast, ein Verein hat auch eine Verantwortung. Die sind in der Öffentlichkeit, die haben mit Sicherheit, können die viele Leute erreichen und dann ist es schon gut, wenn so eine Botschaft rausgetragen wird und keine komplette Gleichgültigkeit. Ja. Weil nichts sagen ist auch nicht gut. Nee, weil, das ist genau der Punkt. Du lässt es ja dann damit geschehen. Und wenn so eine Stimme laut wird, dann man muss eine Gegenbewegung auch erzeugen, weil die ich habe mir jetzt ein paar Schimpfwörter verkniffen. Wie die AfD, zwar Schmocks, Penner, Bastarde, wie die AfD, die sind ja stark dadurch, dass die solche Sachen äußern und dann auf offene Ohren stoßen, wo jemand daheim sitzt und denkt, ja, stimmt hier, er hat recht hier, ich lasse meinen ganzen Frust jetzt an anderen Leute aus. Und wenn Hellmann sowas sagt, sitzen vielleicht auch Leute, die einigermaßen bei Sinnen sind zu Hause und denken, ja, eigentlich hat er recht, eigentlich sollte ich das auch viel offener kommunizieren, weil du ja trotzdem, die Eintracht ist ja dann trotzdem, wenn die öffentliche Meinung einen Preis gibt, so eine Art Influencer, will ich es mal nennen, zu sagen, okay, die Meinung wird transportiert und viele, die sich vielleicht vorher nicht getraut hätten, sagen das jetzt auch und ich finde es gut und ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert und bei uns läuft es gerade. Ja. Auf dem Platz, neben dem Platz. Wir hatten schon Zeiten, da hatten wir viel, 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 viel schlimmere Sachen zu kritisieren. Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, du hast vollkommen recht, wenn wir das neudeutsche Wort Influencer benutzen, ja, was übrigens nicht Influencer, ja, sondern wirklich Influencer, ja, da muss man sagen, ein Fußballverein ist der älteste Influencer, den es gibt, nämlich genau so ist es. Die haben allein über 40.000 Mitglieder. Und wenn jemand wie Hellmann mit einer Stimme für den Verein spricht und sagt, wir finden das nicht gut, wir wollen, ihr könnt euch politisch sonst könnt machen, was ihr wollt, ja, von mir aus wahrscheinlich auch CDU bis die Link, alles in Ordnung, aber AfD ist im Endeffekt gesellschaftlich problematisch, dann finde ich das durchaus gut, denn es zeigt auch, dass sich mit einer gewissen Thematik befasst wurde und gleichzeitig die Eintracht als Verein kollektiv die Message raussendet,
gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Rassismus, nicht mit uns wird auf dem Rücken schwacher, potenziell schwacher Menschen hier populistische Thesen betrieben und Politik betrieben. Finde ich gut, so kann das bleiben. Und wie du schon gesagt hast, es gab Momente, in denen man sich für seinen Verein geschämt hat. In der letzten Zeit ist es sowieso schon vieles besser geworden. Und mittlerweile freue ich mich, dass so jemand, ein Vereinsverantwortlicher, sowas Positives äußert. Damit lasse ich es auch bewenden. Wollte das nur mal kurz einstreuen und das Video hänge ich da auch nochmal dann nachher in die Shownotes rein. Okay? Genau. Sehr gut. Was haben wir denn noch auf dem Plan? Was gibt es denn noch, was wir noch thematisieren wollten? Wir müssen noch Darmstadt thematisieren. Oh, Darmstadt, hätte ich schon wieder fast vergessen. Dieser Fußballverein. Ich wollte es ignorieren, weil ich so eine subtile Angst in mir trage. Ja, es ist. Die Vorzeichen sind zu gut. Und das ist allzu oft schiefgegangen. Es ist so zum Kotzen, ne? Es mich ärgert das schon wieder. Jetzt haben die jetzt ja nochmal. Ich meine, ich habe jetzt. Also sagen wir mal ganz realistisch. Darmstadt ist momentan absolut am Boden. Spätestens nach diesem 1:6, nach dieser krachenden Niederlage, wo ich schon Stimmen gehört habe, die gemeint haben, dass die Spieler schon gegen Frings spielen. Und man muss auch sagen, so für ihn haben sie zumindest nicht gespielt. Ja, will es jetzt. Aber momentan fehlt dieser Mannschaft jegliche Bundesliga-Qualität. Und ehrlich gesagt will ich, dass die Eintracht denen auch mal die Grenzen aufzeigt. Ne? Also das Hinspiel war schon schlimm genug, dass wir dusselig 1:0 verloren haben. Aber ich will wirklich nicht nochmal was Ähnliches erleben. Ich auch nicht, aber das ist doch genau das. Ich will gar nichts mehr darüber sagen. Ich will es einfach ignorieren. Und was ich irgendwie das Gefühl habe, was bei der Eintracht echt gut ist momentan, bei der Eintracht wird wenig Hype gemacht, zu sagen, ich glaube, wir Fans machen uns das immer, weil wir es haben, dieses von wegen, oh, stell dir mal vor, wir gewinnen noch das nächste Spiel und stell dir mal vor. Und immer wenn wir früher gesagt haben, stell dir mal vor, die Eintracht gewinnt noch das nächste Spiel, hat es verloren. Mittlerweile gewinnt die Eintracht solche Spiele und ist jetzt Dritter und nicht Siebter. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich jetzt kein Eintracht-Fan wäre und komplett ohne Vorbelastung reingehen würde, würde ich sagen, die hauen die 4-1 weg. Ja. Ja. Das Problem ist, ich traue mich das nicht zu denken, weil ich da nicht da stehen will und dann steht es in der Halbzeit 0-0 und du denkst, oh Gott. Und dann sind die eh nochmal motivierter und für Darmstadt, du kannst ja dann Darmstadt die Form, die aktuelle Form bei Darmstadt eigentlich auch gar nicht als Maßstab nehmen, weil das für die dann auch nochmal ein anderes Spiel ist. Oh, mir passt es nicht. Weil das alles zu offensichtlich ist, dass die Eintracht die wegklatscht. Das ist das Ding. Eigentlich müsste, ich meine, Tabellendritte gegen den abgeschlagenen 18. Ne? Schon absurd genug, dass die Eintracht Tabelle Dritte ist. Aber ja, es ist halt irgendwie schwierig. Ne? Und jetzt siehst du halt, ich meine ganz ehrlich, die haben jetzt viele neue Spieler verpflichtet. Ja. Erstens, die müssen sich auch erstmal wieder zusammenfinden. Zweitens ist es trotzdem noch keine gute Mannschaft. Also normalerweise sollten wir wirklich die Kirche im Dorf lassen. Egal wie es kommt, die Eintracht ist jetzt definitiv die bessere Mannschaft und zu Hause müssen die schlagen. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach dran festhalten. Und das wissen ja auch die Eintracht-Spieler, ohne dass sie unglaublich aufgeregt sind. Aber die müssen hier schon zeigen, wer Herr im Haus ist und dass es nochmal sowas gibt, wie was wir auch beim letzten Heimspiel gegen Darmstadt hatten. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, das erste Heimspiel seit vielen Jahren gegen Darmstadt, das ist nicht gut ausgegangen und da gab es viel Trara danach. Also das war eine sehr unschöne Zeit. Und ich will eigentlich, dass das endgültig vergessen gemacht wird, indem wir Darmstadt klar und deutlich die Grenzen aufzeigen. Und wenn sie nochmal irgendwie zurückkommen wollen, dann sollen sie das ab dem 20. Spieltag machen, aber nicht gegen die Eintracht. Genau. Ja, definitiv haben wir ja noch was gut zu machen aus der Hinrunde. Dieses scheiß 1:0 in der, wann war es, 90. Minute oder was? Also ärgerlich. Dementsprechend, da gehe ich aber auch von aus, da sind wir uns, denke ich, auch einig, dass Kovac da die richtigen Worte finden wird, um die Mannschaft entsprechend da auch zu motivieren. Die Sache ist für mich so ein bisschen, das Spiel, Basti, du hast schon schön den absoluten Horrorverlauf skizziert, bedeutet 0-0 zur Halbzeit, kurz vor Schluss ein Altintop oder sonstiges, ganz da noch einen reingurkt. Das wäre natürlich wirklich auch gerade für die nächsten Spiele, ja, kann auch dann schnell ich sag mal, zerbrechen ist der falsche Ausdruck, aber es ist auf jeden Fall diese Euphoriewelle, auf der wir jetzt schwimmen können, gerade auch wenn du souverän gegen Darmstadt gewinnst, wo du zeigst, hey, wir können auch das Spiel machen, wir sind nicht darauf angewiesen zu reagieren, sondern wir gehen nach vorne, dann mache ich mir auch gar keine Sorgen, dann das nächste Spiel müsste dann Leverkusen sein.
Ja, ich denke, da geht auch was. Also wir sind wirklich in den nächsten Spielen und das ist eigentlich der absolute Wahnsinn. Wenn du dir das anschaust, sind wir tatsächlich bei vielen dieser Spiele Favorit, weil wir einfach so, wenn wir die Leistung abrufen können, die wir da machen, insbesondere auch in der Abwehr unsere Arbeit machen, die Sechser ihre Arbeit machen und auch machen können. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt gegen Darmstadt zwar gewinnen, da leider dann, Mascarell hat ja schon 9 gelbe Karten, könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein körperliches Spiel gegen Darmstadt wird, also wird die ein oder andere gelbe Karte da kommen. Dann fällt schon mal ein Mascarell auch für das Spiel gegen Leverkusen aus. Ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Wir haben vorhin drüber gesprochen, die Sechserposition ist momentan nicht sonderlich üppig besetzt. Ja, es sind einfach Sachen. Ich hoffe, dass wir das Spiel dann auch gewinnen gegen Darmstadt, um einfach dann nicht schon wieder 2 Spiele zu haben, die schwierig werden können. Wenn du das Darmstadt-Spiel gewinnst, glaube ich, mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass wir auf dieser Welle noch etwas weiter surfen können, sozusagen gegen Leverkusen, gegen Ingolstadt. Ich weiß gar nicht, was dann noch kommt. Aber das sind Spiele. Das ist schon entscheidend, dass du jetzt zeigst, wir können das, wir können gegen Mannschaften, die eindeutig schlecht spielen und die Saison wirklich die Krütze haben, dass wir da nicht der Aufbaugegner sind. Denn dieses Image haben wir einfach noch, das Image haben wir zumindest bei jedem. Wenn ich dran denke, ach herrje, Kelle, ja, ich kann dir 1000 Geschichten erzählen, dass wir wieder der Aufbaugegner für den und den waren. Und Basti, du hast vorhin schön gesagt, ein Fremder würde sagen, das ist eine eindeutige Geschichte und darauf müssen wir beharren, das Ding, das gewinnen wir und schießen am Sonntagabend, glaube ich, 17.30 Uhr, Darmstadt aus dem Stadion. Ja, was der Dennis gesagt hat, ist für mich auch ein schwieriger Konflikt in meinem Kopf gerade, weil wenn man sich die Heimspiele anguckt, die Eintracht hat, jetzt noch, gut, das letzte, ich zähle es jetzt mal dazu, weil es der letzte Spieltag ist. Aber wenn man die Heimspiele durchgeht, die wir noch haben, kann die Eintracht die alle gewinnen. Nur die Heimspiele. Mhm. Und dann hätte die Eintracht am Ende 59 Punkte. Ach du Scheiße. Ja, oder ohne lassen Leipzig wechseln, 56 Punkte. Und das ist eine Hausnummer, die in manchen Jahren mit Sicherheit für Platz 3 bis 6 gereicht hätte. Und das ist drin. Wenn du alle Auswärtsspiele verlierst, alle diese schweren Auswärtsspiele, die uns an den Horizont gezeichnet wurden, was ja klar ist, weil wir die ganzen Mannschaften, die wir zu Hause hatten, auswärts hatten, Dortmund, Bayern, was, Leverkusen, Berlin. Das Ding ist, die Heimspiele, die wir jetzt dadurch haben, die können wir alle gewinnen. HSV, Gladbach, Freiburg, Ingolstadt, Darmstadt, Wolfsburg. Das sind Dinger, die sind drin. Mhm. Und dann kommst du in den Bereich von 50, 55 bis 60 Punkte maximal, wenn du dann vielleicht so auswärts noch irgendwo einen Punkt holst. Das Problem ist, das ist realistisch, das heißt natürlich aber nicht, dass es passiert und das ist ja das Blöde im Fußball. Die andere kann auch die nächsten 4 Spiele verlieren. Deswegen müssen wir, gut, bei uns ist es nicht so schlimm, aber die Mannschaft soll gar nicht über sowas nachdenken. Die sollen aufhören, die sollen Spiel zu Spiel, wie das schön heißt, 3 Euro, das weiter durchziehen und wie der Dennis es gesagt hat, einfach jetzt mal zu sagen, okay, die Saison ist gut, wir spielen zu Hause gegen den Letzten, bei denen ist Chaos. Also ich höre auch, also wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass ein guter Freund von mir Kontakt auch in die Mannschaft hat aktuell. Und da brennt es tatsächlich. Die sind so angespannt alle. Da ist irgendwas. Ich weiß nicht genau was, weil das wird natürlich dann nicht 1:1 so erzählt, weil die auch Angst haben, dass es rauskommt. Aber da liegt einiges im Argen. Und dadurch, dass eigentlich ein neuer Trainer da sollte eigentlich eine andere Stimmung herrschen. Wenn du denkst, ein neuer Trainer kommt, ist ja zumindest wenigstens die ersten 3-4 Spiele so Aufbruchstimmung da. Da hast du das Gefühl, der Baum brennt noch weiter. Von okay. Daher, das muss die Eintracht ausnutzen. Die Eintracht muss das ausnutzen, den Leuten auf dem Platz zeigen, Leute, nichts gibt's, hier gibt's nichts zu holen. Du kannst dir eine Bratwurst holen, wenn du willst. Ja. Aber hier gibt's nichts für euch zu holen. Und wenn, jetzt kommt wieder was, was wir auch schon 1000 Mal gesagt haben, aber wenn jemand das transportieren kann, dieses von wegen, was wollt ihr, haut ab, dann ist Nico Kovac das. Auf jeden Fall. Stimme ich dir vollkommen zu. Und genauso mit dieser Einstellung musste reingehen. Aber was du da eben auch gesagt hast bezüglich Darmstadt, das lässt mich ja wirklich noch ein bisschen das genauso sehen, dass es anscheinend auch mit dem neuen Trainer nicht wirklich stimmt. Und für mich wird dadurch noch deutlicher, dass eigentlich die Eintracht hier ganz klar zeigen muss, okay, gegen Darmstadt, für Darmstadt ist hier nichts zu holen.
im Waldstadion. Das muss die Einstellung sein. Ich denke auch, wie du es richtig gesagt hast, Kovac kann das der Mannschaft vermitteln und dann ist aus die Maus, dann holen wir am Sonntag 3 Punkte und dann haben wir 35 Punkte. Ja. Alter, was ist das denn? Das ist schon, ist schon ein Klotz, weil im Endeffekt, wenn du davon ausgehst, dass der 7. Platz auch von Europapokal reicht, was sehr, sehr wahrscheinlich ist, dann haben wir schon 6 Punkte Vorsprung und das ist vor Freiburg, die jetzt nicht der, also die nicht im Verdacht stehen zu sagen, okay, die halten das bis zum Ende durch. Mhm. Und wenn du dann Leverkusen nimmst, auf Leverkusen sind es, glaube ich, sogar 8. Ja, ist auch absurd. Das musst du auch, das musst du auch erstmal verzocken. Also selbst, also das dauert ja trotzdem, egal, wenn du alles verlierst, dauert das trotzdem 3 Spieltage. Und wenn du in den 3 Spieltagen nochmal ein paar Punkte holst, dann dauert es immer länger und du kannst immer verzögern. Und die anderen heißt ja nicht, dass die anderen auch alles gewinnen. Die spielen ja auch alle untereinander. Diese ganzen Leute, die da eng beieinander sind. Das heißt, es kann ja nicht passieren, dass die Eintracht alle Spiele verliert und die anderen gewinnen alles, weil die zocken ja auch untereinander. Und das ist. Oh. Nee, aber lass aufhören. Ich breche das an der Stelle ab und wir reden darüber am 28. Spieltag nochmal darüber. So machen wir das. So machen wir es. Aber wir halten fest, keine Angst vor Hamid Altintop, der jetzt neu zu Darmstadt gewechselt ist. Wie sieht es denn aus in der Aufstellung? Also darüber müssen wir natürlich auch sprechen, ganz klar. Das haben wir eben schon gesagt. Radetzky kehrt zurück. Lindner muss dann wieder ins zweite Glied, also leid es einem tut. Wie sind dann die weiteren Aufstellung, wie sieht es denn aus? Also vorne weiter mit Meier? Ja, würde ich sagen. Ich denke, bei so einem Spiel kannst du gut was mit Meier anfangen, ja. Mhm. Und ansonsten, also Gacinovic bleibt denn auf der Position oder wie seht ihr das? Ich würde ihn drin lassen, weil wir haben ja letzte Woche, glaube ich, auch gesagt, der René hat ja gemeint, er ist nicht so überzeugt von ihm. Wir haben ja probiert, ihn so ein bisschen zu verteidigen und zu sagen, er braucht jetzt die Spiele. Er muss jetzt durch dieses Tal gehen, was er an gewissen Stellen hat und muss ein bisschen lernen, Konstanz in seine Leistung zu kriegen und nicht immer diese Varianz in seinen Leistungskurven und solche Prozesse gehören dazu. Ich würde ihn weiter drin lassen. Mhm. Ja, ich muss sagen, ich würde tatsächlich trotzdem gerne Rebic sehen. Das ist natürlich dann die Frage, muss Barkok dafür gehen oder ja. Klingt aber momentan, klingt ja eigentlich alles eher so, als würde Danny Blum bald mal einen Einsatz bekommen. Ne? Also auch so, gell, im Training muss ja irgendwie komplett aufgeblüht sein, dass es sogar eine Erwähnung wert war scheinbar. Also da musst du schon was gezeigt haben. Auf jeden Fall, ja, das habe ich aber in der letzten Zeit auch schon gehört. Also das muss ihm, die letzte Zeit muss ihm sehr gut getan haben und ja, dann würde ich ja fast eher sagen, okay, und ich meine, gegen Darmstadt kannst du das eigentlich mal machen, ne? Also, ja. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, aber theoretisch kannst du schon sagen, na gut, gegen Darmstadt kann ich zum Beispiel auch für Regota bringe ich mal Danny Blum, warum nicht? Also, Meier drin lassen, Danny Blum nochmal, kann man mal machen. Aber eigentlich hat der Dennis recht, also wenn man diese Sperre jetzt mal ignorieren würde, dann hat Rebic in Leipzig gezeigt, dass er gut drauf ist. Ich würde ihn auch wieder reinbringen und ihn jetzt nicht fallen lassen wegen dieser Dummheit, in Anführungszeichen, war ja nicht mal so eine krasse. Aber nimmst du dann Barkok raus? Ja, das ist die große Frage. Ja, ne? Ja, ich würde fast ja sagen, weil ich glaube, dass dieses körperliche Spiel das Einzige ist, was Darmstadt zu bieten hat und vielleicht ist das noch ein bisschen viel für ihn. Also vielleicht ist er da vielleicht an gewissen Stellen noch zu schmächtig und da fehlt ihm halt dann auch die Wettkampfhärte, die er noch nicht haben kann, weil er noch nicht lange genug dabei ist. Und vielleicht ist da so ein Assi, sag ich mal, wie Rebic besser. Der guckt dann Seitatsch zu und sagt, was willst du denn, was ist los mit dir? Hm. Und ich gebe dir auch einen Ellbogen beim nächsten Eckball, wenn der Schiedsrichter nicht hinguckt, ein Eisbein oder irgendwas. Und würdest du dann Rebic dann in die Mitte stellen oder wie würdest du das machen? Ich würde eigentlich Gacinovic auf rechts, Rebic auf links. Mhm. Ja, und dann ist die Frage dann eigentlich, Meier, ja, das ist halt die Frage, das ist vom System. Ich würde tatsächlich wieder die Dreierkette hinten stellen, dann hast du ja eigentlich eine Fünferkette, dann bleiben die ja im Mittelfeld nur 2. Richtig. Und ja, die Frage ist, wer das sein wird, weil Huschti ist ja wieder, kommt ja wieder nicht zurück. Und ich würde vielleicht, ich weiß es nicht, da fehlt halt dieser Spieler, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Ja. Da fehlt halt dieser Spieler, der jetzt eigentlich Huschti ersetzt. Der fehlt und ich würde trotzdem dann nicht zu viel rumrotieren und würde, ja, ich weiß nicht, wen er auf die, da muss Besuschkow, ist der Einzige, der mir einfällt. Das ist echt schwierig, ne, momentan. Also ich bin auch die ganze Zeit am Rätseln. Ja, Das ist so ein Loch einfach. Du sagst, ja, okay, dann spielt halt der dort, weil wer soll es sein? Mhm. Denn Erhard scheint sich auch weiter hinaus zu zögern. Von dem hast du irgendwie gar nichts. Nee, gar nichts. Überhaupt nicht. Und ja, die Sache ist, gut, im Endeffekt ja, spielt die Antwort wahrscheinlich schon 5-2-3 und dann ist die Frage, wer im zentralen Mittelfeld ist, aber vorne will ich Meier, Rebic, Gacinovic spielen lassen, glaube ich. Mhm. Oh, ich sehe hier gerade,
Wir haben was reingepackt bekommen, dass ein Jabla Shushti anscheinend ein Angebot hat für China. Ach ja. Ja. Frist, war der dann schon? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ne? Frist läuft bis Ende Februar und es muss ein Millionenangebot geben. Ich habe jetzt keine Ahnung, inwiefern das sich glaubwürdig gestaltet. Das ist eine Bildmeldung, wenn ich das hier so richtig sehe. Aber muss man mal im Auge behalten. Also ich glaube, realistisch gesehen kann die Eintracht das nicht noch machen. Weil wenn du sagst, du lässt Hushti gehen, trotz seiner Verletzungsanfälligkeit, wird es aber langsam wirklich dünn da unten. Ne? Ja, aber gleichzeitig denkst du, ja, wenn es heißt Millionen am China hörst, dann denkst du, wie viel denn? Ja, das ist richtig, ja. Wenn das dann tatsächlich nah in den zweistelligen Bereich geht, dann würde ich es leider sofort machen. Ja, gut, okay. Mhm. Aber das gut, ist. Stell dir mal vor, also wo stehen noch? 12 Millionen. Okay, sofort alles unterschreiben. Alles klar, wo müssen wir hinschicken hier? Alles klar, unterschreiben Sie bitte hier. Genau. Oh Mann, ey. Stark. Naja, müssen wir mal schauen. Das wollte ich jetzt nur noch ganz kurz einwerfen. Wenn uns im Chat solche Dinge halt da geschickt werden, dann muss man das auch gleich mal verarbeiten. Ansonsten bin ich auch auf jeden Fall gespannt, wer denn da jetzt genau spielen wird. Barkok die eine Option, vielleicht geht er aber raus. Also wir wissen selber nicht genau, wichtig ist aber, dass Kovac genau weiß, was da Sache ist. Meier, denke ich, ist genauso gesetzt, wie was wir eben schon gesagt haben, der ganze Abwehrbereich. Und offensiv muss man mal schauen, es gibt gute Gründe, Rebic spielen zu lassen, Gacinovic vielleicht ebenso. Rebic ist, glaube ich, für mich auch genau der richtige Spieler in so einem robusten Wettkampf, denn ich gehe wirklich davon aus, dass Körperlichkeit, wie der Basti das schon gesagt hat, hier ein ganz großer Faktor sein wird. Die wollen ungemütlich spielen, die wollen diese Emotionalität nochmal mitnehmen, denn es ist für die auch immer noch das emotionalste Spiel in dieser Rückrunde. Ja? Das ist das potenziell größte Spiel, wo sie Leute ärgern können, ne? Wo der Gegner so klar auf 3 Punkte schielt und sie sich wie bei kaum einem anderen Spiel freuen, wenn eben genau das nicht eintritt. Und deswegen... Ja. Das wird eine rassige Partie, muss man mal so zu sagen. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass es mal wieder an einem Sonntagnachmittag passiert. Ja. Was anderes auch gewünscht, aber gut, auch da gibt es gewisse Notwendigkeiten anscheinend. Lassen wir uns überraschen, gerade auch wie die Aufstellung ist, aber ich denke, sowohl mit Barkok oder sei es trotzdem Besuschkow, die Eintracht hat das Potenzial und ich glaube, jeder, der aufgestellt wird, ist momentan besser drauf als die Darmstädter Spieler. Davon gehen wir mal aus, genau. Ja, so, ansonsten, Daily Business haben wir durch, würde ich sagen, oder habt ihr noch was ihr besprechen wollt? Nö, ist auch schon spät. Es ist schon spät, wir haben hier drei... die Tipps noch abgeben. Ja, die Tipps, okay, dann kommen wir mal mit den Tipps rein. Basti, was sagst du? Ich sag 4-1. Mhm. Klingt geil. Echt, ja. 4-1 ist natürlich herausragend. Ach, ich sag, oh, ich bin echt mal optimistisch, ne? Ich sag auch mal 2-0 zumindest. 2-0. Gut, dann gehe ich genau in die Mitte. 3-0. Na, also, auf jeden Fall mehr als ein Tor für die Eintracht und ein klarer Sieg. Euer Wort in Gottes Auge, würde ich sagen, ne? Haben wir in der Dummschwätzer der Woche-Kategorie irgendwas, was ihr loswerden wollt? Ich habe es nicht geschafft, Doppelpass und Sky 90 schon. man kann aber Sky 90 komplett mal general nominieren, weil die in letzter Zeit den Qualitätsabfall, den wir schon angemerkt haben in den letzten Monaten und im letzten Jahr fast schon, der schreitet immer unaufhörlich voran. Also der wird immer schlechter und im Endeffekt ist das tatsächlich nur noch ein zweiter Doppelpass jetzt. Ist echt bitter, ne? Da sitzt Christian Ortleb und Alfred Draxler und Stefan Effenberg in einer Sendung. Leute, sind das? Ja. Einer von den Dampfplauderern von mir aus, aber noch nicht drei. Der eine kann kaum sprechen. Der Christian Ortleb kann kaum reden. Setzen die 90 Minuten dahin, der sabbert, wenn der redet. Also, bei aller Liebe, das geht gar nicht. Ja. Du zahlst Geld dafür. Also das ist nicht so, dass die sagen, ja, wir müssen hier das über Werbung finanzieren, bla. Nee. Du zahlst für Fußballer, dann will ich auch wenigstens Leute sind, die einigermaßen normal darüber reden und nicht hier so ein Alfred Draxler, bei dem du dir alles vorstellen kannst, was er ist, aber nicht ein Reporter. Und das hat mich einigermaßen wütend gemacht, weil dann auch die Sendungen, die du potenziell schauen kannst im Fußball, die werden sehr, sehr klein. Also was schaut man sich noch an? Das Eurosport-Ding vielleicht mal, ne? Was ist das? Das ist mit Rudi Brückner das, ne? Nee, das gab es auch mal. Aber mit Marco Hagemann gibt es ja das Eurosport-Talk. Ja. Ja, das ist vielleicht. Ich gar nicht. Das hätte ich
Das musst du vielleicht mal anschauen, ja. Vielleicht müssen wir da, mal unsere Augen dahin richten, denn das ist nicht verkehrt. Ich habe noch einmal reingeschaut, fand es durchaus gut. Hagemann ist für mich sowieso auch ein relativ kompetenter Mensch. Also vielleicht sollte man die Augen mal darauf richten. Aber du hast vollkommen recht. Also alles, was momentan, aber ganz ehrlich, was momentan bei Sky grundsätzlich passiert, ist teilweise grausam. Weißt du, natürlich in Ortlab. Ortlab ist eigentlich so der, also die, der Gipfel der Schwachsinnigkeiten, aber auch so ein Uli Köhler. Meine ja, Güte. Ja. Kann die diesen so. Typen da an? Ist doch schlimm, der Typ. Der Typ, ja, also wie der auch redet. Da stellt sich da mit dem Dings vom Bus, ja, hier steigt gerade Frank Ribéry im Bus. Und dann sage ich, vielen Dank für die Information. Der sieht aus, als wenn er auch aus der letzten Kaschemme rausgefallen wird, dann kurz mal vor das Mikrofon geht und dann direkt wieder reingeht. Das ist echt übel teilweise, muss man schon sagen. Und du hast bei Sky, als man das Spiel gegen Leipzig, habe ich mir dann da angeschaut, allein die Präsentation, dass während dem Spiel 50 Mal jemand eingeblendet wird und irgendwelche Trivialitäten zum Besten gibt. Was ist das denn? Ja, Eintracht kriegt rote Karte, kriegt auf den Zeller, was müssen sie machen? Ja, die müssen weiterspielen. was? Ah, danke. Ja, interessant, sie müssen weiterspielen. Danke hier, Lothar Matthäus. Ja. Das ist sehr interessant hier, das ist wunderbar. Und sagen auch noch 40 Mal Red Bull und alles Mögliche. Dann kommt noch eine Werbung, wird dann eingeblendet, dann sagen die auch hier, es gibt jetzt hier Sky Family Entertainment, Disney, Konfetti-Kanal. Die haben ja fast gar keine Zeit mehr, das Spiel zu kommentieren, ehrlich gesagt. Der Konfetti-Kanal. Was soll das? Keine Ahnung, mir fällt dazu auch nichts mehr ein. Mir fällt dazu das war nichts natürlich auch das Topspiel des Spieltags, das darfst du nicht vergessen. Ne? Samstagabend 18:30, wenn du das schaust. Was soll das heißen? Ja, da ist nochmal ordentlich, da geben sie richtig Vollgas mit nur Nonsens. Also du hast diese massive Schwachsinnsbeschallung, sage ich jetzt mal, von Nebenschauplätzen hast du zu den anderen Spielen, wenn du so schaust, ja zum Glück nicht. Aber gerade bei dem Abendspiel, wie du sagst, da wird ja ich höre jetzt auch auf. Also die Experten fängt bei der Expertentruppe an, da hast du völlig recht, also das ist schon grauenvoll. Ja, ich denke, das wird fast echt nochmal ein gesondertes Thema, aber gerade dafür, in Anbetracht der Tatsache, dass hier viel Geld fließt, auch von dem einzelnen Konsumenten, da ist diese Kritik auch durchaus angebracht, ja, und darüber können wir gerne nochmal separat sprechen, ne? Aber was auf Sky passiert, wird auch immer schlimmer und Deadline Day war ja nur der vorläufige Höhepunkt der Schwachsinnigkeiten, ja. Aber gut. Ja, das ist ja sowieso, ja, ich, keine Ahnung, mir fällt dazu auch nichts mehr ein. Es ist tragisch, weil es spiegelt sich in vielen Sachen wieder, wie die Bundesliga präsentiert wird, wie Leipzig als Erscheinung dort auftritt, sag ich mal. Das ist im Endeffekt ein bisschen, das geht in eine Richtung, das ist ein anderes Produkt halt. Das ist was anderes. Das ist, das geht so ein bisschen in Richtung Amerika halt. Ja, und das Lustige ist, ich will eigentlich gerade so diese Amerika-Vergleiche, ne? Braucht mir eigentlich keiner kommen, weil im Gegensatz dazu, die haben wenigstens alle eine Pay Gap, beziehungsweise irgendwo. Salary eine, Cap, ja. Ja, genau, Salary Cap. So. Also ich will, Cap meine ich nicht Gap, sondern Cap, genau, Salary Cap. Weißt du, das haben wir nicht, ja. Also, wie gesagt. Ja, aber das, genau, aber dann geht es in Richtung, das ist eine Austauschbarkeit einfach. Das ist dann egal. Weil in Amerika ist es ja teilweise so, dass, was ich eigentlich mit dem Vergleich zu Amerika meinte, war, dass bei manchen Teams fast egal ist, in welcher Stadt die sind. Die verkaufen das dann einfach. Dann spielen die halt da und dann gehen die Leute halt dahin. Das ist richtig, ja. Das ist ja dann bei Leipzig auch so. Wenn die nicht nach Leipzig gegangen wären, wären die halt woanders hingegangen, dann wären die Leute, fänden das auch toll. Wo ja und nur das Produkt verkauft wird, ne? Wie damals Charlotte Hornets, die mittlerweile ganz anders heißen. Diese Fanumfragen, die da teilweise gemacht werden, die sind sehr erschreckend. Alleine die Fragestellung entlarvt schon ganz viel, was sich verändert hat. Weil das heißt dann ja, die Umfrage wurde jetzt gemacht und von einem halben Jahr und Leipzig hat in einem halben Jahr XY Fans gewonnen. Das hört sich an wie eine Parteiwanderung. Also das hört sich so an, ja, im Sommer war ich noch Freiburg-Fan, dann habe ich geschaut, nee, da bin ich zu Leipzig gewechselt. So, also so hört sich das, wo kommt denn in einem halben Jahr das her, also wo kommt es denn her, diese Steigerung, wenn das in so einem kurzfristigen Zeitraum ist, dass die sagen, Leipzig war vor der Saison auf Platz 14 und sind jetzt auf Platz 7, dem beliebtesten Verein in Deutschland. Das musst du dir mal überlegen, über was für absolute Zahlen man da redet, auf was das hochgerechnet wird. Das heißt, dass da kommen, was weiß ich, wie viel, es gibt vielleicht, ich weiß es, ich habe jetzt gar keine Kennzahlen im Kopf, aber es gibt vielleicht 3 Millionen Gladbach-Fans, 4 Millionen Hamburg-Fans, so eine Art, und da kommen auf einmal 800.000 Leipzig-Fans dazu, oder was? Ja. Das innerhalb ist aber von einem halben Jahr saßen die daheim und sagen, warte mal, ich warte hier, jetzt bin ich dabei. So, also.
Ehrlich gesagt glaube ich, dass es schon so ähnlich ist. Also ich weiß nicht genau, wie das abläuft, aber ich wundere mich da nämlich auch. Aber das merkst du schon, wenn du in den sozialen Netzwerken mal so ein bisschen guckst, wer dann irgendwie alles zu Red Bull schreibt. Das ist schon gar nicht so wenig. Also ich habe das Gefühl, dass es mehr sind, als es bei Hoffenheim jemals war. Ich glaube, da liegt auch noch mal ein Unterschied in der Ländlichkeit beziehungsweise hier in dem Stadtkonzept. Das ist nochmal ein anderer Transporteur und von Red Bull auf jeden Fall nicht schlecht gewählt. Insgesamt aber wirklich eine Entwicklung, über die wir noch lang sprechen können. Aber gut. Gut, Trotzdem auf jeden lass Fall. uns an der Stelle die positive Stimmung behalten und das Thema Genau. ab. Genau, auf jeden Fall. Wir gewinnen weiter jedes Spiel und dann kämpfen wir dann mit Red Bull bzw. Rasenball Leipzig um den Einzug in die Champions League. Ja. Ich bin immer noch, ich bin wahrscheinlich viel zu optimistisch, ja. Ich meine, so optimistisch, wie ich damals war, als ich gesagt habe, wir steigen nicht ab, bin ich jetzt fast, dass wir irgendwie fast in Richtung Europa reisen. Ja, wie, wo genau, da will ich mich noch nicht festlegen, aber momentan sieht es schon ganz gut aus. Aber ich will noch mal ganz kurz sagen, nur noch 8 Punkte bis zum Klassenerhalt, das ist auch schon mal eine gute Nummer, ne? Ja, sehr geil, auf jeden Fall. Da müssen wir den Eisernsteg schon wieder zurücklaufen, Oh wenn ja, wir nochmal die stimmt. Klasse hält. Oh Gott, wir kommen da auch nicht mehr drauf. Irgendwie müssen wir das noch machen, aber es wird ja bald wärmer. Also insofern. Also momentan geht es nicht. Ich wäre jetzt vor 2 Tagen fast auf die Schnauze geflogen, als ich auf die Arbeit gelaufen wollte, als es so dieses Glatteis war. Also wenn ich heute wenn der rauslaufen würde, der würde mir mein Pipi-Mann aber schnell abfrieren. Also jetzt, ne? Also meine Kirche im Dorf lassen hier. Ja, das kann auch keiner wollen. Nee. Gut. Ansonsten haben wir irgendwelche Tipps. Ich fange einfach mal an. Tipp für diese Woche werde ich in die Shownotes legen, denn das war eine sehr, sehr schöne Statistikaufzählung, auch wenn es natürlich jetzt schon so ist, dass die Rückrunde ja eingeleitet wurde, aber das ist eine Hinrundenstatistik, die gibt es jetzt schon seit ein paar Tagen von hessenschau.de, also die neue Eintracht im Statistikcheck. Da sieht man mal ganz genau, bekommt man hier aufgelistet, was hier so Sache ist, wer zum Beispiel die meisten Spielminuten gemacht hat. Wer war es? Überlegen. In der Hinrunde, Abraham. ja? Ja, Hinrunde. Nur Hinrunde müsste dann sogar noch Radetzky gewesen sein, oder? Oder Otschipka. Oczypka, richtig. Otschipka. Ja, Radetzky natürlich, aber jetzt von den Feldspielern. Ne? Ballkontakte pro 90 Minuten, wer hat die meisten? Husti. Oder Vallejo. Keine Ahnung. Ich Oder glaube, es war Chandler. Abraham. Abraham, nee, also Husti ist auf Platz 2, auf Platz 1 Oczypka. Ach Auch ja. das. Ich mache jetzt noch weiter, mir gefällt Ja, dieses ist schön. Ratespiel. Ja. Kleines Quiz hier. Wollen wir aus dem Jingle einspielen? Warte mal, ich kann mal Wir haben gucken. 100 Leute gefragt. Er hat die meisten Genau. Gelaufene Kilometer pro 90 Minuten. Mascarell. Chandler. Nee, Chandler fällt deutlich ab, aber Mascarell ist komplett richtig. Mascarell ist Oh, der am sehr meisten gut. gelaufen ist. So, Sprints pro 90 Minuten. Gacinovic. Wer könnte das gewesen sein? Ja, Gacinovic klingt eigentlich nicht schlecht, ja. Obwohl vielleicht einer von den Außenverteidigern noch. Basti hat wahrscheinlich die Seite schon geöffnet. Gacinovic ist nämlich komplett richtig. Yeah. Nee, ich habe die Jawohl. Seite wirklich nicht auf. Nee, war ja nur Spaß von mir. Und jetzt eins noch: zwei Kämpfe pro 90 Minuten. Wer hat die meisten Zweikämpfe pro 90 Minuten? Abraham. Zweikämpfe gewonnen oder? Nö, nur haben. Kein Gewinn. Zweikämpfe ist auch. Das ist auch ein interessantes Thema eigentlich für einen eigenen Podcast, was diese Leute, die dann sich das anschauen, als Zweikampf bewerten, weil so ein. Das ist ja auch eigentlich eine sehr weit gefasste Definition, aber Stimmt. ich würde denken, das ist einer von denen, die in der Mitte irgendwo spielen. Oder Hasebe natürlich. Ja, den hätte ich jetzt nämlich, glaube ich, auch genannt, weil der eigentlich so zwischen den Linien ist. Ich wurde damals auch gefragt, als die Statistik gemacht wurde und habe ebenfalls Hasebe getippt. Wurde dann unglaublich angeguckt, denn vollkommen falsch. Derjenige mit den meisten Zweikämpfen durchschnittlich pro 90 Minuten ist 90 Minuten ist Haris Seferovic. Krass. Ach ja, Der hat okay. im Cap, das heißt nicht, dass er die gewonnen hat, ganz und gar nicht, denn die Quote ist die schlechteste von allen, muss man sagen. Also er hat die schlechteste Quote, hat aber trotzdem die meisten Zweikämpfe, die beste Zweikampfquote,
mit einem wirklich guten Wert von 56,5% ist interessanterweise Michael Hector. Also wenn er auf dem Platz ist, ist er ganz gut. Und Abraham direkt dahinter. Ne? Also, okay. Und also das geht noch weiter. Guckt euch das an. Ich haus auf jeden Fall in die Shownotes. Mal ganz interessant zu sehen, was die Eintracht denn in der Hinrunde so auf den Platz gebracht hat. Ansonsten habe ich keinen Tipp mehr. Habt ihr noch irgendwelche Link-Tipps oder so? Also ich nee. Nichts, nein. Alles klar. Das Buch, was uns geschickt wurde, kann ich leider nicht, habe ich noch nicht reinschauen können, habe ich noch keine Zeit zu. Ja, wir sind momentan alle sehr, sehr busy, deswegen, ja. Aber falls ihr zu viel Zeit habt, dann hört auf jeden Fall in den 93-Podcast rein, der, glaube ich, heute oder gestern wieder veröffentlicht wurde. Was haben wir heute im Tag? Gestern. Gestern, ja, okay. Ja. Genau, oder wenn ihr Wrestling interessiert seid, dann hört in den Ringfuchs Wrestling Podcast rein. Wir machen auch bald schon die nächste Ausgabe und am Freitag kommt schon die neue raus. Also es geht heftig rund hier in der Podcast-Szene. Wer Fußball mag, wer Wrestling mag, wer sonst irgendwas mag, soll auf jeden Fall vorbeischauen. Alle Leute werden glücklich und ansonsten würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf für heute? Ja, oder? Ich würde sagen. Alles klar, es ist schon spät genug und jetzt wollen wir alle schön in die Reihe. Macht's gut, tschö. Tschö. Tschüss.